So, weiter geht's jetzt hier im zweiten Teil, wo wir uns jetzt mal ein bisschen freier, sag ich mal so, austauschen können. Noch so ein paar. Ich habe mir noch ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar, wir hatten ja vorhin das Thema, dass die Scheibenegge halt durch ihr eigenes Gewicht natürlich noch eine gewisse Verdichtung erzeugt. Und der Landwirt, der denkt sich jetzt ja sofort, oh, was ist denn mit der Scheiben-Direktsaatmaschine gegenüber dem Zinken? Wie sieht das da aus? Kann durchaus ein Problem sein, ist aber ein Problem, was technisch lösbar ist. In der Tat sind einige der Doppelscheibenmaschinen sehr anfällig für sowas, können auch davon abgesehen Verschmierungshorizonte in den Furchen bilden. Und man sieht es daran, dass wenn die Maschinen sehr viel Schardruck brauchen, also eine konventionelle Doppelscheibe kann auch über 200 Kilo pro Reihe an Schardruck benötigen. Und das kann unter ungünstigen Bedingungen schon kritisch sein und zu Verdichtung führen. Allerdings sind diese Verdichtungen verglichen mit dem, was die Scheibenegge macht, ja nur relativ punktuell und nicht sehr tiefreichend. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich sozusagen mit der Zeit aufbauen. Es sei denn, man sät wirklich immer in die gleiche Spur. Technische Lösungen, die das beheben können, auch bei Scheibenmaschinen, ist das, was vor allem in Südamerika derzeit Stand der Technik ist. Brasilien, auch die Argentinischen haben das meistens. Das ist die Doppelscheibe mit versetzten Scheiben unterschiedlichen Durchmessers. Das heißt, es ist eine große Scheibe, die relativ scharf ist und schneidet, und eine kleinere Scheibe, die etwas nach hinten versetzt ist, an der großen Scheibe reibt, sich damit sauber hält und auch verhindert, dass da vorne Stroh eingeklemmt werden kann, aber den Boden nicht primär aufschneidet, sondern in den Schnitt der ersten Scheibe reingreift und den aufdrückt. Diese Scheiben brauchen wesentlich weniger Schardruck. Das waren auch Scheiben, wie ich zum Beispiel in Nordkorea bei 28 PS Schleppern benutzt habe. Die brauchen also etwa 100 Kilo. Der Case Early Riser, der ist auch so ähnlich. Und ja. Ich glaube, der hat zwei gleich große Scheiben. Genau, die haben noch zwei gleich große. Also das Beste ist wirklich unterschiedlich große, unversetzte Scheiben. Die brauchen wesentlich weniger Schardruck, haben damit weniger dieses Problem der Verdichtung und schneiden auch wesentlich besser durch Ernterückstände durch, haben einen wesentlich sauberen Schnitt, weniger Hairpinning, also weniger Stroh in dem Salzschlitz. Und derzeit das Nonplusultra aus meiner Sicht ist diesbezüglich diese Technik, das heißt Doppelscheibe unterschiedlich groß versetzt, schräg gestellt. Meines Wissens derzeit auf dem Markt nur von einer Firma aus England erhältlich. Das hat also einen ganz großen Vorteil, noch weniger Schardruck nötig, noch bessere Eindringung in Ernterückstände und vor allem das Saatgut wird praktisch in einen unbehandelten Boden, weil es ja sozusagen unter den Schnitt der Scheibe gelegt wird. Der drückt ja praktisch nach oben. Eben, es gibt also nicht diesen Schmierhorizont, der durchaus bei normalen Doppelscheiben auf feuchten Böden passieren kann. Und in der Tat, diese Maschine ist also ganz exzellent auf unterschiedlichen Böden, sei es sandig, sei es tonig, in unterschiedlichen Feuchteverhältnissen, sei es trocken, sei es nass. Und ein befreundeter Bauer von mir hat im strömenden Regen damit gesät und kein Problem gehabt mit Schmieren. Das ist nur ein bisschen, ich glaube, durch diese schräge Ablage ist die Ablagetiefe nicht so ganz gleich. Ist nicht ganz exakt das, ja. Einscheibendrille, da habe ich ja, denke ich mal, schon ein bisschen weniger. Also wenn ich jetzt gerade laufende Maschine wieder sehe, bei der zweischeibigen verdichte ich ja in beide Richtungen, bei der einen. Ja, ich drücke ein bisschen runter in die eine Seite, oder je nach Untergriff. Aber ich denke mal, ein bisschen geringeres Problem. Oder nein, Einscheibenmaschinen haben sich in meiner Erfahrung
nicht als wirklich optimal erwiesen. Einerseits bei schwierigen Ernterückständen, das Schneiden ist unvollkommener. Und sie bewegen unter Umständen doch erheblichen Boden, weil die Scheibe ja etwas schräger stehen muss, damit in dem Windschatten der Scheibe sozusagen ja ein fester Keil arbeiten kann, wo dann das Saatgut eingebracht wird. Und auf trockenen Böden haben die Einscheibenmaschinen deutlich mehr sichtbare Bodenbewegung an der Oberfläche als die Doppelscheiben, insbesondere die versetzten Doppelscheiben. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Hairpinning. Ja, mehr Hairpinning, weil der Schneideffekt ist. Sag mal gut, ich wollte zwar jetzt eigentlich. Wir haben, wie gesagt, meine extremsten Erfahrungen waren im Reisanbau. Reisstroh ist wirklich was ganz Fieses, was also eigentlich nur zu schneiden ist, wenn es ganz trocken oder ganz nass ist. Aber gerade im Erntezeitpunkt, wo es so halbgrün ist, ist es ziemlich schlecht zu schneiden. Gut, ich wollte zwar jetzt eigentlich gar nicht mehr so tief in das Drillenthema rein, aber jetzt ziehen wir es dann eben durch. Dann, ja. Weil das ging mir natürlich dann vorhin auch durch den Kopf, weil sie nochmal sagt, mit dem Schardruck, ich sag mal mit der Crosslot oder Novak, da habe ich natürlich. Die hat extrem. Da haben wir natürlich Schardruck. Richtig einen Schardruck, ja. Aber auf der anderen Seite ist die Scheibe läuft gerade. Richtig, und das Saatgut wird ja an die Seite gelegt, genau. Und es gibt keinen Verdichtungshorizont unter dem Saatgut. Genau, das heißt, ich drücke natürlich einmal nach unten in den Boden rein, das ist natürlich eine sehr geringe Breite und ich denke mal, was ich in Neuseeland gesehen habe, die Landwirte, die es auf 15 Jahre und länger machen, das scheint dann ja trotzdem unerheblich. Genau, doch zu funktionieren. Wir hatten am Telefon mal drüber gesprochen, dass auch sagten, Mulchsaat dauerhaft, ich nenne es jetzt mal naja. aus der logischen Überlegung, aber auch, was mir ein Praktiker aus Kanada gesagt hat, der hat gesagt, Mulchsaat, das heißt also, bisschen den Boden bewegen, aber doch nicht pflügen und doch nicht No-Till, das ist im Grunde genommen das Schlimmste von beiden Extremen, weil man im schlechtesten Fall die Nachteile beider Seiten hat, ohne die Vorteile beider Seiten nutzen zu können. Und ich denke, das ist auch ein Problem, weshalb in Deutschland das Thema so schleppend vorankommt. Man hat immer geglaubt, angefangen vom Pfluglosen, die Bodenbearbeitung zu reduzieren und man käme dann irgendwann zu einem nachhaltigen System. Meistens ist aber im Bereich der reduzierten Bodenbearbeitung, Mulchsaat, Minimalbearbeitung, konservierende Bodenbearbeitung, ein Bereich, wo ich neue Probleme kriege, die ich beim Pflügen nicht habe, auch Unkrautprobleme, aber auch Säen. Säen ist wesentlich schwieriger in einem lockeren Saatbett mit Stroh und Mulch drin, da den Bodenschluss zu kriegen. Erde, dann wird es ja immer schwieriger. Richtig. Ne? Ist also wesentlich schwieriger als in einem überhaupt nicht bearbeiteten Boden, wo ich sauber durch den Mulch durchschneiden kann und das Saatgut dann in den festen Boden einlegen kann. Unter dem Mulch. Ja. Ne? Und nicht das Mulch mit reindrücke. Genau. Und von daher finden diese Landwirte in dem System oft Probleme, und kehren dann wieder zurück zum Pflug und machen nicht den Schritt zum No-Till. Deshalb denke ich, ist es schon besser, direkt zum No-Till zu springen. Und wenn man es sich leisten kann, wenn der Betrieb groß genug ist, ist natürlich ratsam, nicht den ganzen Betrieb auf einmal umzustellen, sondern erstmal mit einer gewissen Fläche anzufangen, wie wir es in Kasachstan gemacht haben, 10% des Betriebes in No-Till zu machen und in konservierender Landwirtschaft. Und dann erstmal Praxiserfahrung zu sammeln, wie das System läuft. Ich denke auch mal so in der Mulchsaat, das ist irgendwann so nach 10, vielleicht bis 20 Jahren, dann stößt man immer eine Grenze an. Der waren wir ja damals auch. Das hat einfach mit der Trespe überhand genommen. Ja. Und die Beratung, die war ja auch so, ja, mach weiter Mulchsaat, aber einmal in der Rotation mit dem Pflug durch. Genau. Und da stand ich ja damals an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe noch nie gepflügt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und außerdem, ich war ansonsten relativ happy mit dem System. Weil wir hatten eine gewisse Tragfähigkeit, wir hatten schon ein bisschen mehr Bodenleben, das war alles schön, aber wir kamen halt an einen Punkt, wo es nicht weiter ging. Genau, deshalb ist das System auch so populär bei der Landmaschinenindustrie, weil es, wie gesagt, nicht sich zur völligen Umstellung eignet und weil man durchaus dann alle 5 Jahre wenigstens mal richtig pflügen muss. Und damit also den ganzen Stahl und die ganze Trecker-Power, die man zum Pflügen braucht, immer noch nachhalten muss, was natürlich auch die Betriebsökonomie
schädigt. Ich sehe so die direkte Umstellung von Flug auf eine Direktsaat, die sehe ich zumindest bei den meisten, was ich jetzt in Deutschland kenne, als ein bisschen problematisch an. Mhm. Vor allem, ich muss es ja auch noch irgendwie noch mal halbwegs eben kriegen, überhaupt erstmal eine gewisse Tragfähigkeit reinkriegen und alles. Ich sehe das heute eigentlich so gut, okay, vielleicht 5 Jahre kann man über eine Mulchsaat gehen, dass es erstmal ein bisschen ist, vor allem gerade, wenn man wenig Humus anfängt. Oder man geht über diese, es gibt ja so Sägrober oder Strip-Till, so Zwischensachen, die, was weiß ich, eine Clayton, eine Mosuri, die Engländer. Da kann man ja auch mit der Zeit sagen, ich gehe von Jahr zu Jahr immer flacher. Ja. Und das hat ein guter Freund von mir zum Beispiel so gemacht. Und der ist, ja, jetzt glaube ich so, seit dem letzten Jahr ist er am Punkt, dass er jetzt sagt, okay, jetzt der Boden ist soweit, meine Flächen sind eben, ich habe alles nach Kinsey aufgedüngt, jetzt kann ich auf eine Direktsaat gehen. Und die Bodenbiologie, der fällt halt nicht in dieses Loch rein, was man kommen kann. Ja, es kann, aber wie gesagt, es ist meiner Ansicht nach, wäre es durchaus vorzuziehen, direkt zum Notschild zu gehen, aber natürlich unter Anleitung, möglichst von erfahrenen Bauern oder Bäuerinnen. Mhm. Und aber natürlich muss ich die Flächen vorher vorbereiten. Ja. Also Untergrund lockern ist eigentlich schon mal Thema Nummer 1, weil ich gehe davon aus, dass alle unsere Böden irgendwo eine Flugsohlenverdichtung haben. Eben machen auch, deshalb kann durchaus angemessen sein, eine letzte Flugarbeit, dass ich es wirklich schön glatt habe und dass ich dann nach der Ernte mit der nächsten Kultur in die No-Till reingehe. Das ist meiner Ansicht nach der bessere Weg als dieses Ausschleichen, weil wie gesagt, es treten dann andere Probleme auf. Und es ist auch je nach Geländelage und Boden, kann es zum Beispiel bei den Direktsämaschinen mit hoher Bodenbewegung, Clayton nannten sie das, also diese Grobersaaten oder Horsch hatte ja auch, oder ja, hat genau, ja viele genau. solche Sachen, kann es durchaus zu mehr Erosion kommen als beim Flug. Okay. Zum Beispiel in Hanglagen ist die sogenannte Tillage Erosion, also die Erosion, die durch die Bodenbearbeitung ausgelöst wird, dieses Fast Tillage, vorwiegend abhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Ja. Und diese Sämaschinen mit der hohen Bodenbewegung haben eine wesentlich höhere Fahrgeschwindigkeit als ein Flug zum Beispiel, auch, womit die Bodenbestandteile immer bergrunter geschmissen werden. Und das hat man also gesehen in den USA, zum Beispiel in Washington State, wo man auch erst mit solchen Geräten angefangen hat und dann gesehen hat, unser ganzer Boden von den Bergkuppen landet irgendwann mal unten in den Tälern. Ja, das ist nochmal ein sehr guter Punkt. Also im Endeffekt muss man da, würde ich sagen, im Einzelfall zu entscheiden. Ja, im Hintergrund wissen, was man sich aneignen muss. Ja, ja. In Deutschland haben wir so ein bisschen so diese Thematik, dass so in der ganzen Diskussion ist ja immer die Biolandwirtschaft ist ja die Zukunft. Und wir haben da jetzt auch noch so die Thematik jetzt gerade relativ frisch, dass wir im Wasserschutzgebiet, im FFH-Gebiet kein Roundup mehr einsetzen dürfen. Mhm. Und natürlich gerade die Landwirte, das ist ein Freund von mir, ist da auch betroffen, dem bleibt jetzt gar nicht mehr viel über. Der, der muss in eine Bio-Richtung gehen. Wie gesagt, Wasserschutzgebiet und verschiedene Umweltschutzgebiete. Ja, halte ich für sehr bedenklich. Es ist ja leider in Deutschland, wird Bio immer gleich auch als Öko bezeichnet, wobei das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Bio in der Ursprungsform sollte ja den Einsatz von Chemie im Ackerbau verhindern, vor allem aus dem Gesichtspunkt gesündere Nahrungsmittel zu produzieren, dass wir also keine Pflanzenschutzmittelrückstände haben. Da die meisten Biobetriebe aber immer noch auf Bodenbearbeitung setzen, kann man sie nicht wirklich als ökologisch bezeichnen, weil die Bodenbearbeitung, wie ich ja ausgeführt habe, eigentlich die größte Elementarkatastrophe in unserem Bodenleben darstellt und damit auch in unserem ganzen Ökosystem und in der Biodiversität. Wenn ich jetzt das Ganze auf Wassereinzugsgebiete oder Wasserschutzgebiete ausdehne, habe ich das Problem, dass die Biobetriebe nicht unbedingt Grundwasser- oder wasserschonender sind. Nitratauswaschung, Phosphatauswaschung habe ich aufgrund der Bodenbearbeitung auch bei diesen Betrieben. Und insofern schütze ich das Wasser nicht, wenn ich Bio in Wasserschutzgebieten mache. Während wenn ich
in einer konservierenden Landwirtschaft Glyphosat in diesen Gebieten einsetzen würde, würde ich keinen Effekt im Wasser haben, weil es, wie gesagt, nicht ausgewaschen wird und auch nicht sonst ins Wasser käme. Es sei denn, ich spritze es direkt aufs Wasser, was man tunächst nicht machen sollte. Da kommt dann wieder die Technik ins Spiel. Aber auch vom gesamten Ökosystem. Wir haben zum Beispiel in vielen Betrieben der konservierenden Landwirtschaft, dass wir nicht nur eine sichtbar größere Insekten- und Reptilienvielfalt in unseren Feldern sehen. Wir sehen auch mehr Vögel, Bodenbrüter, die in den Feldern brüten und dann hoffentlich bis zur Ernte ausgebrütet haben. Stehen ja nur einmal im Jahr mit der Drille. Richtig, was ich in Biobetrieben eigentlich nicht finde, weil ich da viel zu viel das System beeinträchtige. Sodass also von daher, was Schutzgebiete angeht, die konservierende Landwirtschaft wesentlich vorteilhafter ist für die Umwelt als die Biolandwirtschaft. Mhm. Zu den Bodenbrütern hat er ja Hartwig Kalzen, der hat ja da auch mal ein sehr schönes Video zu gemacht. Ja. Hat das mal wirklich verglichen, Direktsaat mit Glyphosat gegen einen Bio-Nachbarn. Vielleicht auch jetzt mal kurz nur, dass die Biolandwirte sich jetzt nicht sofort angegriffen fühlen bei dem Ganzen. Nein, wir reden ja jetzt davon im Schnitt der Systeme. Ich kenne auch einen Bio, der macht nicht jedes Jahr, aber immer wenn er es hinkriegt, macht er auch eine Direktsaat. Mhm. Das ist ja dann auch schon wieder eine bisschen andere Geschichte. Eben. Aber einfach im Schnitt haben wir eine extrem häufige Bodenbewegung. Ja. Immer wieder. Ja. Da kann sich ja das Bodenleben so nicht aufbauen. Und häufig sieht man auch, dass der Boden nachher irgendwie immer so... Ja, da wird dann gedacht, das ist eine Bodengare oder der ist feinkrümelig, aber im Endeffekt habe ich nachher nur noch Staub da. Wie Mehl. Ja. Also das ist ja so meine Ansicht. Wie gesagt, dazu eine Anekdote. Ich hatte einen Studienfreund, der war überzeugter Anthroposoph, also wirklich religiös, strenger Verfechter der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, ist dann auch in dem entsprechenden Forschungskreis in hohe Ämter gekommen, war auch maßgeblich am EU-Biolabel beteiligt, ist also wirklich eine bedeutende Figur im Biolandbau gewesen. Und den habe ich dann mal mit dem Thema konservierende Landwirtschaft konfrontiert. Und wie er das sah und hörte, sagte er: Mensch, das ist das eigentlich, was wir mit unserem Biolandbau erreichen wollten. Der ganze Zirkus, mit dem keine synthetischen Betriebsstoffe benutzen, ist im Grunde genommen nur reingekommen, weil die Menschen zum Missbrauch neigen. Und deshalb dieses strikte Verbot. Aber einen geschlossenen Kreislauf, wie wir das in der konservierenden Landwirtschaft ja haben, wo wir keine Nährstoffausträge, keine Austräge aus dem System haben, wo wir wirklich Kreisläufe schließen können, das ist in der konservierenden Landwirtschaft wesentlich besser als im konventionellen Biobetrieb. Und das hat ihn also total überzeugt. Und wir sehen es ja auch, dass wir in konservierenden Landwirtschaftsbetrieben über die Zeit immer weniger synthetische Produktionsmittel brauchen. Sei es Pflanzenschutzmittel, sei es Herbizide, sei es Dünge. Mittel. Und wir können auch Bio ohne Bodenbearbeitung machen. Es gibt auch inzwischen größere Betriebe, die das machen. Das ist möglich. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Insofern sehe ich keine Konkurrenz oder Antagonie, aber ich denke, ökologisch gesehen ist es erstmal wichtiger, die Bodenbearbeitung abzuschaffen, als den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Ja, und ich sag mal, das Schöne ist ja noch, man kann das System langsam umstellen. Je mehr Biologie ich im Boden habe, desto mehr kann ich von der Chemie weg. Genau. Und wenn ich es jetzt aufs Bio gebe, weil die Gesetzgebung ist einfach so, dann muss ich ja von heute auf morgen richtig einen Cut und also wie ein kalter Entzug. Und dann habe ich Ertragseinbußen und alles, was dazugehört. Ob ich jetzt eine Kuh von heute auf morgen anders füttere, das funktioniert nicht. Eine Biogasanlage funktioniert nicht und ein Boden, das funktioniert ja dann auch nicht. Sie hatten vorhin noch von einer Geschichte erzählt, die hatten wir jetzt vorhin nicht in der Aufnahme mit drin, dass Sie, glaube ich, mit dem besagten Freund mal
zusammen auf einem Vortrag waren und, und sie sollten eigentlich die Gegenpole. Genau, ich wollte eigentlich, dass er sozusagen Bio gegen diese konservierende Landwirtschaft stellt. Und das ist also total ins Auge gegangen, weil er war nachher so begeistert von der konservierenden Landwirtschaft, dass er gesagt hat, das ist das eigentliche Bio. Und dann kam auch die Glyphosat-Frage auf und er sagte, Mensch, ich habe einen Biobauerfreund, der hat ein fürchterliches Queckenproblem und der will jetzt den ganzen Sommer über den Boden grubbern, um die Quecken loszuwerden. Ich werde ihm sagen, dass er Glyphosat draufhauen soll und den Boden in Ruhe lassen soll. Das fand ich also schon enorm. Ja, das sind ja jetzt auch mal zwei Aussagen, die wo dann einfach mal eine gewisse Realität dann nochmal wieder ist und nicht so solche ideologischen Hintergründe. Ich sag mal, klar, natürlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir versuchen ja alle möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einzusetzen, richtig, weil das Zeug ist einfach teuer, aber wir müssen ja überall, auch wenn wir jetzt auf die Bodenbiologie gucken, einfach irgendwo Kompromisse eingehen. Es geht nicht alles hundertprozentig, weil dann haben wir auf einer anderen Seite machen wir ganz große Scheiße. Ja. Wir haben in der Landwirtschaft immer ein System, was ein Angriff in die Natur ist. Und als solcher müssen wir immer damit rechnen, auch korrektiv eingreifen zu müssen. Gerade was Schädlinge und Pflanzenkrankheiten angeht. Und das sehen ja auch Biobetriebe. Ganz ohne kommen die ja auch nicht aus. Und Kartoffelkrautfäule in Bio ist ganz schlechtes Karma. Das heißt, bloß der Unterschied ist, Bio darf nicht, konservierende Landwirtschaft muss nicht. Ja, wir brauchen weniger nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern weil wir es nicht brauchen, weil die natürlichen Prozesse wesentlich besser funktionieren, wenn der Boden gesund ist. Wenn ich da jetzt so eine Krautfäule habe, dann habe ich ja nachher eine Missernte. Ja. Und das ist ja ökologisch gesehen auch wieder furchtbar, weil dann muss woanders jemand das produzieren, der wieder Fläche verbraucht, die nicht mehr der Umwelt in Reinform zur Verfügung steht. Ja. Wir haben ja hier gerade, sag ich mal, so im deutschsprachigen Raum diese regenerative Fräserei, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen, weil da ja dann, da ist halt auch der Gedanke, nein, wir fräsen lieber, wir machen lieber diese sogenannte Flächenrotte, die ja in gewissen Teilen auch zu funktionieren scheint. Aber weil einfach wieder das Herbizid, gerade das Glyphosat, halt wieder verteufelt wird. Und jetzt habe ich letztens von einem Bekannten gehört, der ist auch international sehr gut vernetzt und der hatte mit Amerikanern, mit Brasilianern gesprochen. Und die waren schon ein bisschen sauer auf uns, weil, sag ich mal, die Ideologen, jetzt diese Thematik, das haben wir in Deutschland gesehen, das nennen die regenerativ, das ist das Gleiche wie ein Regenerativsystem von einem Gabe Brown und ganz vielen anderen, was auf einer Direktsaat basiert. Und dann sagen die, seht ihr, regenerativ geht doch auch ohne Glyphosat, dann müsst ihr halt einfach fräsen. Das ist das Problem mit der regenerativen Landwirtschaft. Sie wird wirklich von jedem so verstanden, wie es gerade in Kram passt. Es gibt keine eindeutige Definition. Und Fräsen und regenerativ geht überhaupt nicht zusammen, weil der Boden, gerade an der Oberfläche, ist am empfindlichsten. Und wenn ich da die Bodenaggregate mechanisch zerstöre und die Fräse ist sozusagen der Mega-Eingriff in den Boden, da tue ich dem Boden überhaupt nichts Gutes bei. Und ich vernichte auch die ganzen Regenwürmer, die da oben an der Oberfläche sich ihr Stroh reinziehen wollen. Ich fördere wieder den Abbau der organischen Substanz, gerade da, wo sie am kräftigsten vorkommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich für Unkraut hilft, weil viele Unkräuter werden durch das Fräsen unheimlich gut vermehrt. Und ja, ich glaube, da soll irgendwas mit dieser Rotte da sein, mit den Ehren. Ja, aber das ist also wirklich Spökenkickerei. Also Bodenfräse geht gar nicht. Das ist, was nachhaltige Bodenbewirtschaftung angeht, überhaupt nicht möglich. In China zum Beispiel, wo die nicht vernünftige gehärtete Stähle zu günstigen Preisen produzieren können, dass sie das ihren Bauern anbieten können. Da gibt es für die Direktsaat oder für die konservierende Landwirtschaft vielfach Reihenfräsen, die also ganz schmale Streifen in den Boden fräsen, weil, wie gesagt, diese Doppelscheiben nicht in vernünftiger Qualität zur Verfügung stehen. Das ist machbar, das kann man noch tolerieren. Wie gesagt, auch da ist die Bodenbewegung
minimal in der konservierenden Landwirtschaft definieren wir das Limit bei 25% der Bodenoberfläche. Mehr darf nicht bewegt werden. Ja, und selbst da hatte ich den Fall, dass zum Beispiel Nordkoreaner, die wir mit brasilianischen Maschinen ausgestattet hatten und die Direktsaat mit diesen Maschinen kannten, dann in China auf Studienreise waren und diese Reihenfräsen sahen und sagen, um Gottes Willen, die massakrieren die ganzen Frösche und Regenwürmer, die da auf den Feldern rumhüpfen. Und die waren also total skandalisiert, was diese Fräse für einen Massenmord an den Bodenlebewesen gemacht hat. Und das ist ja auch, was die Bodenfräse mit diesem Mulchen verursachen würde. Die ganzen Spinnen, die ganzen Ameisen, alles, was da in dem Mulch normalerweise lebt und uns als Nützling unsere Schädlinge unter Kontrolle hält, die werden ja alle platt gemacht. Das ist ja auch eine Form vom Speed-Tillage im gewissen Sinne, ne? durch die Rotation. Herbert Barth hatte doch, glaube ich, auch im ersten Jahr so eine Reinfräse. Dieser Rotavator, nicht? Oder Sämavator, wie die hießen von Howard, diese Maschinen. Ja, der Rolf, der hatte mir das mal ein bisschen genauer jetzt erzählt und Herbert auch mal kurz, aber damals gab es ja diese ganzen Scheibensämaschinen nicht. Das ist ja dann erst entwickelt worden, wie der Markt entstand. Aber ich glaube, das hat er ja auch nur, glaube ich, höchstens 2 Jahre gemacht und bei ihm im Gewitter auch ganz schlecht geschlafen. Habe ich mir so gemerkt. Rolf Schneider, der ist in Sachsen-Anhalt, Thüringen in der Ecke, macht Direktsaat schon sehr lange. Der hatte auch damals, glaube ich, so mit einen der ersten Sä-Exaktor von Horsch. Mhm. Und der Rolf, der hat immer gesagt, die Fräse ist die geladene Waffe am Kopfe des Landwirts. Ja, Also praktisch russisch Roulette. Ne? Ja. Es kann gut gehen, aber es kann auch mal einen sehr großen Schaden anrichten. Ja. Und ich sage eigentlich auch immer gerne, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt genau stimmen, aber 90% der biologischen Aktivität im Boden, die findet in den ersten 5 Zentimetern statt. Und wenn ich vielleicht davon nochmal die Hälfte nehme, dann sind es da oben aber garantiert mehr als 60%. Ja, ja. Also das ist ja auch noch wieder verhältnismäßig. Und das haue ich natürlich dann alles da durch. Ne? Das, Elementarkatastrophe. Ja. Don Rajkowski sagt immer, das ist die Sache mit dem Erdbeben und Feuer. Mhm. Wenn ich eine Stadt habe und die wird von einem Erdbeben zerstört und danach kommt dann noch eine Feuersbrunst, weil die ganzen Gasleitungen gebrochen sind. Mhm. Und es gibt Tote und Verletzte und die Leute flüchten alle. Genau, und dann kommen die Opportunisten, die Plünderer, die Bakterien. Genau, und dann so nach einer Zeit kehren die Leute langsam wieder zurück und bauen ihre Häuser wieder auf. Und ein Jahr später kommt wieder ein Erdbeben mit der Feuersbrunst. Genau. Das machen die Leute nicht viele Jahre hintereinander. Irgendwann bleiben die mal ganz weg. Und das passiert in unserem Boden jedes Mal, wenn wir Bodenbearbeitung machen. Genau. Und da ist ja die Frage, wie kann man sowas dann also generell eine Bodenbearbeitung regenerativ oder aufbauend nennen. Ich sage immer dann so gerne, ja Leute, wenn ihr einen Wald möchtet, ihr könnt so viele Bäume pflanzen, wie ihr wollt, mit Zwischenfrüchten und alles, jetzt für die Analogie. Das hilft aber nichts, wenn ihr den Wald einmal im Jahr anzündet. Eben. Da könnt ihr so viele Bäume pflanzen, wie ihr wollt, wenn ihr das einmal im Jahr abbrennt, erstmal das Feuer stoppen und dann können wir mit den anderen Sachen nacharbeiten. Also, regenerativ ohne konservierende Landwirtschaft, ohne die drei Prinzipien, geht nicht, ist nicht regenerativ. Weil, wie gesagt, durch die Bodenbearbeitung baue ich Bodenleben und organische Substanz ab. Egal wie viel, ich baue immer ab. Ja. Das heißt, Bodenbearbeitung geht schon mal gar nicht. Und dann muss ich eben zuführen, möglichst aus der Fläche produzierte Biomasse zuführen, um aufzubauen, um regenerieren zu können. Oder dann geht es ja auch teilweise in dem Bereich, wo dann, sag ich mal, so über einen Kompost irgendwo so, sag ich mal, quersubventioniert wird, dass einfach massenweise Kompost dazugefügt wird. Das wird mit der Bearbeitung eigentlich wieder veratmet. Richtig. Aber die Fläche oder der Landwirt ist erstmal sicher, aber den anderen rundherum fehlt es. Ne? Das ist ja auch das, was ich an der Biolandwirtschaft kritisiere, die ja zum Teil durchaus höhere Humusgehälter in ihren Böden hat als konventionelle Vergleichsbetriebe, trotz Bodenbearbeitung, aber auf Kosten einer Unmenge organischer Substanz, die diesen Flächen zugeführt wird, die aber von woanders kommt, von den Futterflächen, über den Mist zum Beispiel. Ja.
Ich sehe es ja auch gern so, sag ich mal, so im Münsterland, hohe Viehdichte. Da wird der Boden bearbeitet, aber über die Gülle, es bleibt ja schön schwarz. Ja, ja. Aber das ist ja viel Futter, was aus der Region kommt, wo ich aktiv bin, genau. In Ostdeutschland, ja. Wo wir mit Mineraldünger wieder nachfüttern müssen, ja. Weil wir ja keinen oder kaum organischen Dünger haben. Und wir karren das alles rüber. Genau. Also nachhaltige, regenerative Landwirtschaft können wir nur haben, wenn wir die Fläche aus sich regenerieren lassen können. Und dafür brauchen wir eine gewisse Menge an organischer Substanz, die wir produzieren und die dann auch dem Boden wieder dagelassen wird. Aber an Ort und Stelle produziert und über Erntereste in situ kompostiert. Genau. Sonst können wir nicht wirklich von nachhaltiger Landwirtschaft reden. Und die Mengen, was wir da brauchen, das ist klima- und Fruchtfolge abhängig. Mhm. In den Tropen brauchen wir sehr viel mehr als in trockenen Gebieten oder als in feucht-kühlen Gebieten. Da können wir durchaus über 20 Tonnen Biomasse pro Jahr alleine als Bodenbedeckung brauchen, weil da die Umsetzung schneller ist. Das haben wir damals gesehen, auch der Herbert, der hat uns das erzählt. Er sagte, es wächst ja auch wie blöd bei dem Wetter. Es ist ja kein Winter da. Sag mal, hier haben wir ja vielleicht unsere 7 Monate richtige Vegetation und die haben wir das ganze Jahr. Ja. Die produzieren ganz anders, aber auf der anderen Seite ist so eine Hitze da. Es wird ja auch alles... Das rennt so weg. Das ist ein Wahnsinn. Vielleicht noch kurz, um dieses Frästhema nochmal eben abzuschließen. Sag mal, gerade aufgrund der YouTube-Videos haben wir auch mal viele Landwirte kontaktiert. Es sind ein ganz paar dabei, die sagen, das funktioniert bei denen mit der Fräse. Mhm. Ich meine, guck mal, jetzt natürlich... Das sind ja immer solche Sachen, man sieht es ja vielleicht irgendwann mal nach 10, 20, 30 Jahren. Aber es waren auch, das wollte ich nochmal als Kommentar da lassen, auch sehr viele Landwirte dabei, die gesagt haben, du, wir haben das 1-2 Jahre gemacht, Katastrophe. Oder wir hatten den nächsten Niederschlagsereignis und dann sind genau diese 2-3 Zentimeter sind da wie eine Lawine auf einmal runter. Und das ist dann die Schichtenerosion, wo dann zum Teil der ganze Acker... Genau. Wobei halt auch von anderen auch die Aussagen kommen, ja, besser als Pflügen ist es auf jeden Fall schon mal, dass der Boden da scheinbar schon stabiler ist. Da wäre ich mir nicht sicher. Ich bin da auch kritisch. Aber, auf schweren Böden, Pflügen erzeugt wahrscheinlich weniger Erosion als das Fräsen. Okay. Ich lasse es mal so stehen. Ich habe es nicht gesagt. Aber weniger ist immer noch zu viel. Ja, das auch definitiv. EM, das Thema hatten wir ja auch noch angedacht. Ein Wundermittel. Wie sehen Sie EM? Haben Sie wahrscheinlich international auch viel mit zu tun gehabt? Ja, gerade in Kuba. In Kuba war das ja fast ein religiöses Thema. EM ist durchaus nützlich für gewisse Einsatzzwecke. Gülle-Schwimmschichten zum Beispiel, Großbelästigung, solche Sachen in Stellen auch. EM sehe ich kritisch, wenn es als Bodenwunderwaffe genommen wird. Mhm. Weil es sind ja im Grunde genommen Mikroorganismen, die von irgendwas leben. Und das irgendwas ist organische Substanz. Das heißt, die ertragssteigenden Wirkungen, die wir mit EM im Boden sehen, ist wahrscheinlich nichts anderes als die Mineralisierung unserer organischen Substanz. Und von daher denke ich, dass EM vielleicht am Anfang einer konservierenden Landwirtschaft auf total toten Böden sinnvoll sein könnte, um so eine Art Initialimpfung zu kriegen. Aber ich denke nicht, dass es ein Mittel ist, was man regelmäßig einsetzen sollte, weil es wahrscheinlich den Abbau der organischen Substanz zu stark fördert. Und wahrscheinlich wäre es selbst in dem Moment des Startens noch besser, mehr Diversität anzubieten, dass man über andere Stoffe geht. Das Gleiche ist ja wie bei Mykorrhiza. Ja? Das wird ja auch als Dünger sozusagen empfohlen. Aber das macht in konventionellen System mit Bodenbearbeitung keinen Sinn, weil ich das wirklich jedes Jahr wiederholen muss, weil das dann mit der Bodenbearbeitung wieder kaputt gemacht wird. Mhm. Ich hatte es mit der Mykorrhiza auch damals gesehen, ich habe es bei mir auch probiert, das war glaube ich im dritten Jahr Direktsaat am Mais, da hat es bei mir gar nichts gebracht und im gleichen Jahr hat ein Freund von mir, der sitzt oben in Stralsund, der hat im ersten Jahr Direktsaat das genutzt und der war so zufrieden, das hat bei dem bin ich sehr gut das geholfen. Ja, wenn sie nicht da ist und man sie reinbringt, dann
dann ist das, sind das schon sichtbare Effekte. Ja. Wenn sie aber einmal da ist, genau, dann hilft das auch nichts, die noch zusätzlich zu geben. Wir hatten vorhin noch mal zwischendurch noch dieses Thema energetische Strohnutzung. Ist das wieder ein bisschen ab vom Schlag? Da hatten Sie auch noch was ganz Gutes zu gesagt. Ja, das ist ja ein Thema, was oft Bioenergie. Bioenergie macht generell wenig Sinn, weil die Pflanze als Energiekonverter ist wesentlich weniger effizient als jeder billige Solarkollektor inzwischen. Also nur Energie aus Pflanzen zu erzeugen, ist von der Energie- und Umweltbilanz relativ sinnfrei. Und wenn wir zum Beispiel Sachen wie Stroh nehmen, ist es wesentlich sinnvoller, den Kohlenstoff des Strohs im Boden zu lassen, wo wir noch ein Riesenpotenzial aufzufüllen haben, als diesen Kohlenstoff über energetische Verwertung wieder in die Atmosphäre zu pusten. Rein vom Brennwert her, wenn wir Stroh pressen und dann mit dem Lastwagen zum Kraftwerk fahren. Und das etwa 100 Kilometer sind. Dann verbrauchen wir nur für diese beiden Arbeiten schon mehr Diesel, als Brennwert im Stroh steckt. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Es macht wesentlich mehr Sinn, Stroh- und Ernterückstände auf dem Feld in situ zu kompostieren und den Kohlenstoff im Boden zu speichern, als energetisch zu nutzen. Wir haben dann ja noch die Bodenbedeckung, wir haben noch die Nährstoffe, die noch drin sind. Das ist das Regenwurmfutter. Der Regenwurm hat was zu essen. Der guckt wieder, dass wir die Gänge im Boden haben. Und die unkrautkontrollierende Wirkung der Bodenbedeckung. Unkrautkontrollierende Wirkung. Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Man könnte ja schon fast sagen, wenn wir ein System haben mit einer, sag ich mal, intensiven Bodenbearbeitung, dann ist die Biogasanlage doch im gewissen Sinne eine Stromerzeugung aus Humusverbrennung, wenn man das diesen ganzen Prozess sieht. Das werden jetzt bestimmt viele nicht hören möchten und wollen. Und da ist natürlich auch viel Verbesserungspotenzial drin, da streite ich gar nicht ab. Aber wenn wir es jetzt mal ganz stark... Aber diese Thematik zum Beispiel, die hat mich gebracht in zwei Projekte. Einmal in Ägypten, im Nildelta, und zum anderen in Jiangsu in China. Beides intensive Reisanbaugebiete, wo das Reisstroh ein echtes Problem ist. Intensive Gebiete, wo wir pro Jahr etwa 15, 16 Tonnen Strohanfall haben. Dieses Stroh kann natürlich bei Bearbeitung schlecht hantiert werden. Wenn ich das in den Boden einflüge, ist das auf die Dauer wird der fluffig und das funktioniert also nicht. Reisstroh setzt sich auch relativ schwer um. Also wurde es normalerweise angesteckt. Mit dem Effekt, dass zum Teil Shanghai Flughafen tagelang zumachen musste wegen Rauchentwicklung. Und das Gleiche im Nildelta. Kairo hatte dann immer diese berühmten schwarzen Wolken. Also eine riesen Umweltschweinerei. Sehen wir auch in anderen Reisanbaugebieten, Nordindien zum Beispiel, Pakistan. Und das ist also ein echtes Problem. Und dann wurden wir also auch gerufen, ja, Alternativen, was können wir machen? Energetische Nutzung. Ja, rechnet sich nicht, macht keinen Sinn. Das sind remote Lokalitäten. Im großen Stile macht das nichts. Was kann man mit Stroh sonst anfangen? Pilzproduktion. Die Strommengen sind viel zu groß gewesen für die Pilzproduktion. Also haben wir da dann auch konservierende Landwirtschaft propagiert. Null Bodenbearbeitung, vernünftige Sähtechnik, dass ich mit dem Stroh umgehen kann. Wir hatten eine gewisse Akkumulation vom Stroh, aber das ging nicht über drei Schichten hinaus. Das heißt, bei drei Schichten war dann nach den ersten Jahren schon ein Gleichgewicht eingestellt, sodass es also nicht endlos sich als Bodenbedeckung aufbaute und hatte natürlich den Effekt Unkrautunterdrückung und was wir wollten. Und ich denke, über die Zeit wird das dann auch weiter runtergehen. Das heißt, der Abbau wird dann auch schneller gehen. Sodass das also durchaus ein probates Mittel war. Keine Ertragseinbußen, das System funktionierte und das Stromproblem war gelöst und das Verbrennungsproblem war auch gelöst. Jetzt nochmal ein Themenwechsel zu den, sag ich mal, regionalen Wasserkreisläufen in der Direktsaat-Conservation Aquaculture. Wie sind Sie das?
Das hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Das ist meiner Ansicht nach eins der größten Umweltprobleme, die wir weltweit haben. Und zwar durch die Bodenbearbeitung kriegen wir verdichtete Böden. Die Böden sind nicht mehr wasserzügig. Und das liegt zum einen, wie gesagt, an dem Mangel an Bodenleben, zum anderen aber auch hier in Deutschland mit Sicherheit durch die übermäßigen Maschinengewichte, die dann irgendwo Untergrundverdichtungen erzeugen, wo außer dem Regenwurm keiner mehr hinkommt, wo kein Untergrundlockerer mehr hinkommt. Und diese Verdichtungen sind das, was uns den Wasserkreislauf langfristig schädigt. Das heißt, wir haben immer mehr diese Flutkatastrophen, die Probleme, dass wenn die Krume gesättigt ist, das Bodenwasser, das Wasser abfließt, bei Starkregen vor allem. Und was heißt denn das? Das ist Wasser, was fällt und nicht mehr im Wassereinzugsgebiet gespeichert wird, sondern das fließt direkt in den Vorfluter, in den Fluss, ins Meer und erhöht da möglicherweise den Meeresspiegel, weil das ist ja ein weltweites Phänomen und wir haben weltweit in vielen Ländern Probleme, dass Grundwasserstände immer weiter sinken. Beispiel Nordindien. Indus-Ganges-Tal, Reisanbaugebiet. Im Reisanbau wird ja generell der Boden versiegelt, damit das Wasser nicht einsickern kann. Und es wird zum Bewässern Grundwasser gepumpt. Jedes Jahr, wenn der Monsun kommt, haben wir irrwitzige Überflutungen. Das Regenwasser fließt direkt ab ins Meer, füllt nicht das Grundwasser auf und das Grundwasser fällt im Schnitt 1 Meter pro Jahr. Irgendwann wird es mal am Boden angekommen sein, dann ist da kein Grundwasser mehr und dann fällt dieses ganze Gelände wieder zurück in die Wüste. Das war ja früher mal Wüste. So, dann verlieren wir das Grundwasser ins Meer und auch gewisse Anteile der Bodenpartikel, genau. Und gerade die feinen und gewisse Humusanteile, wo die ganzen Nährstoffe mit drin sind. Genau. Also das denke geht alles ich mir, ins Meer und erhöht das Meer natürlich dann auch. Dass das schon ein Thema ist, was man wirklich auch größer denken muss. Dass wirklich die Wasserzügigkeit unserer Böden ein ganz erheblicher Faktor sein sollte, gerade auch für unsere Wasserverbände, dass wir darauf achten, dass die Böden wieder das Niederschlagswasser möglichst komplett absorbieren und abführen können, und zwar sauber abführen können, ohne die Nitrate aus dem Boden auszuwaschen, und dass wir damit unsere Wasserreserven auch wieder besser kontrollieren können. Und auf der anderen Seite, sag ich mal, in den Gebieten, wo es zu wenig regnet, dass das Wasser auch erstmal in den Boden reingeht, bevor es oberflächlich wieder verdunstet. Richtig. Da als Speicher zur Verfügung steht für die Zeiten, wenn es trocken ist. Und wenn es überall trocken ist, aber da ist noch Wasser, die Pflanzen verdunsten noch wieder Wasser, dann entstehen ja auch wieder neue Wolken. Eben. Und es kann auch eher nochmal wieder regnen. Ja, und die Dürresaison ist dann vielleicht mal ein bisschen kürzer. Ja. Natürlich, klar, wenn ich das jetzt irgendwo vielleicht auf 100 Hektar mache, dann passiert nichts viel. Aber wenn man das auf eine ganze Region hinbekommen würde. Ja, nee, das funktioniert schon. Ein humusreicher Boden speichert im Humus ja Wasser. Genau. Und das Wasser ist pflanzenverfügbar. Das ist ja nicht stark gebunden wie im Tonboden zum Beispiel. Da kommen die Pflanzen sofort ran. Das kann mit jedem Regen wieder aufgefüllt werden und von den Pflanzen sofort aufgenommen werden. Und je mehr ich davon im Boden habe, desto mehr Wasser habe ich im Boden. Wenn ich dazu den Boden nicht bewege und damit austrockne und den Boden bedeckt halte und damit die Verdunstung aus dem Boden reduziere, kann ich deutlich Wasser sparen. Und wir sehen das in der konservierenden Landwirtschaft. Die Kulturen brauchen etwa 30-50% weniger Wasser für die gleichen Erträge als konventionelle. Hauptsächlich aber der Boden kälter ist. Ja, auch. Da hatte ich von Rolf Derbsch auch mal so eine schöne Aussage. Der sagte, er war irgendwo mal, ich weiß nicht mal, welche Stadt das war, ich glaube Italien, Po eben, oder hatten Sie mir das gesagt? Wo die Stadt, die lag früher mal praktisch am Strand und heute sind das irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt 10 Kilometer weiter waren oder 5, ich weiß es nicht mehr, aber da sieht man auch mal, was da eine Menge weggeht. Das gibt es mehr. Klasse in Italien, der klassische Fall ist Ostia, der Hafen von Rom. Ostia Antica liegt derzeit mehrere Kilometer landeinwärts. War das, ja. Ja, es gibt den anderen in Ecuador, Porto Viejo, liegt auch weit landeinwärts, war früher ein Hafen.
Das ist also durchaus in geschichtlichen Zeiten sichtbar, dass viele frühere Hafenstädte inzwischen weit im Binnenland liegen, weil eben durch die Erosion Land ausgedehnt. Nildelta wächst ja auch sozusagen mit der Erosion und erst mit dem Assuan-Staudamm wurde das abgeschnitten. Ich meine auch, man kann das manchmal doch recht gut bei Google Earth erkennen, wenn man einfach mal oben drauf guckt und sieht so die Flussmündung, die Farbe auf dem Wasser, wie das ins Meer reinzieht, dann sieht man ja schon so einen recht großen Bereich, wo die Erde oder die Feinerde... Mein Freund Amir Kassam, der zeigt immer gerne Bilder von England, Themsemündung. Also ganz klar sichtbar, wo da der Schlamm sozusagen in die Nordsee sich ergießt. Das habe ich mal in Vancouver mal gesehen. Da fließt ja der Fraser und noch ein River, die fließen zusammen. Und der eine ist komplett sauber und der andere, der ist voll mit Schlamm. Das heißt, aus der, sag ich mal, ein bisschen intensiver genutzten Region da mitnimmt. Ja. Ich meine, das sind durchaus Sachen, die sichtbar sind, die auch in Menschengenerationen sichtbar sind. Ja. Wo ich zum Beispiel da in Nicaragua in dem Baumwollanbaugebiet gearbeitet habe, die Landschaft, wo diese Riesenkompaktation, Bodenverdichtung durch die Scheibenecken waren, die Landschaft war charakterisiert durch tiefe Schneisen, vom Wasser ausgewaschen, Rinnen, aber wirklich 5-6 Meter tief und mehrere Meter breit, die wurden normalerweise als Verkehrswege benutzt. Wir fuhren da also mit unseren Autos lang, es sei denn, es regnete, dann schossen da die Wassermassen durch. Und diese Region kriegte etwa 1200 mm Niederschlag und war aber eine Trockenregion. Die hatten ein Wasserproblem. Weil, wie gesagt, das Wasser in diesen Rinnen ins Meer schoss und verloren ging. Und mein nicaraguanischer Counterpart, der erzählte mir, das mit den Flüssen, dass die jetzt immer trocken sind, dass wir da mit dem Auto fahren, das war zu seiner Kindheit nicht. Als Kind konnten die ganzjährig in den Flüssen baden. Da war immer Wasser. Das heißt, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, dass die Hydrologie der Landschaft sich so verändert hat. Das hat nichts mit Klimawandel zu tun, weil, wie gesagt, nach wie vor fiel etwa der gleiche Niederschlag. Ja, und wir sehen es auch in Gebieten, wo die konservierende Landwirtschaft eingeführt ist, dass nach einigen Jahren durchaus trockengefallene Quellen wieder anfangen zu sprießen. Dass das war Grundwasser und sich das Flusswasser wirklich wieder regenerieren kann. Ja, wenn man das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfasst, da haben wir doch eigentlich die Lösung für einen Großteil unserer Probleme, die wir, sagen wir mal, so als Menschheit haben. Also, gut, klar, wir haben noch Müll und wir haben noch dies und das und jenes, aber sag mal, die meisten umweltbezogenen Probleme, die wir haben. Richtig, wir könnten mit dem einen Thema ziemlich viele Fliegen mit einer Klappe erschlagen und das wäre für mich eine wirkliche Agrarwende. Ja. Da haben Sie mir einmal am Telefon gesagt, zum Beispiel Akko und Nordkorea und China, die hätten es schon eingesehen und auch manche andere halt nicht. Ja, eingesehen in verschiedener Weise. Nordkorea und China hat es durchaus eingesehen, weil sie sehen, dass das eigentlich die einzige Art ist, nachhaltig weiterhin Nahrungsmittel zu erzeugen und nicht jedes Jahr immer weniger zu haben und immer mehr Umweltkatastrophen zu erleiden. Akko, was ja ein großer Landmaschinenkonzern ist, der hat einen anderen Hintergrund. Der weiß auch, dass No-Till die Zukunft der Landwirtschaft ist, aber die mögen das nicht so gerne. Natürlich. Weil für Landmaschinenkonzerne bedeutet das vor allem weniger Treckerverkäufe. Ja, weil die PS-Leistung, die ich brauche pro Betrieb, halbiert sich etwa. Ja. Der ganze Stahl, den ich auf dem Betrieb brauche, halbiert sich auch. Die ganzen Bodenbearbeitungsgeräte brauche ich nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich für so ein Landmaschinenunternehmen erstmal schwer zu schlucken und nicht so wirklich attraktiv, sodass die mir mal gesagt haben, ja, also wir wissen, das ist die Zukunft, da müssen wir uns darauf vorbereiten, aber wir versuchen alles so lange wie möglich rauszuzögern. Und das zeigt uns auch, wo wir eventuell Widerstände haben.
Ja. Man fragt sich ja immer, wenn diese Landwirtschaft so toll ist und so gut ist, warum haben wir da nicht mehr von? Ja, weil es durchaus Interessengruppen gibt, die kein Interesse haben, dass diese Art der Landwirtschaft großräumig umgesetzt wird, vor allem die Landmaschinenindustrie, aber auch die Chemieindustrie. Und das sind in einigen Ländern durchaus Industrien, die auch starken Einfluss auf die Politik haben. Mhm. Und in den Ländern, wo die Politik anderen Einflussgrößen lauscht, haben wir zum Teil offenere Politik. Mhm. Und wie gesagt, es gibt bisher wenige Länder, die die konservierende Landwirtschaft zur offiziellen Agrarpolitik gemacht haben. China ist eins davon. Kasachstan ist eins, Südafrika, auf dem afrikanischen Kontinent sind mehrere Länder, die das gemacht haben. Aber in Europa und Deutschland ist inzwischen eins der rückständigsten Länder, was das angeht. Das sehe ich genauso. Dann würde ich meine eigentliche Abschlussfrage jetzt mal ein bisschen vorziehen, dann machen wir die anderen Themen nachher. Was können wir dagegen tun? Oder dafür tun, für das System? Ja, das ist die Millionen-Dollar-Frage. Wie gesagt, ich bin über 20 Jahre involviert gewesen in der Verbreitung dieses Systems und habe auch viele Paper geschrieben, was man machen kann, wie man das Ganze fördern kann. Habe, wie gesagt, auch in mehreren Ländern das eingeführt. Einigen erfolgreich, in einigen weniger erfolgreich. Und es ist schwer, eine Grundempfehlung zu geben. Was wir brauchen, ist eine organisierte Landwirtsgemeinschaft. Das heißt, Landwirte, die sich untereinander austauschen, die sich untereinander helfen. So hat das Ganze in Brasilien ja zum Beispiel angefangen mit den Clubs der Erdfreunde und der Regenwürmer, die sich dann wirklich gegenseitig unterstützt haben, dieses System zu entwickeln und weiterzubringen. Und auch in Nordamerika sehen wir, dass Neueinsteiger eigentlich überhaupt keine Umstellungsprobleme haben, wenn sie einen erfahrenen Berufskollegen zur Hand haben, während wenn sie ohne Beratung umstellen, es durchaus zu Ertragseinbußen kommen kann in den ersten Jahren. Und das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, und das ist der Faktor, der im Augenblick weltweit die ganze Bewegung laufen lässt. Wir haben ja etwa Zuwachsraten von 10 Millionen Hektar pro Jahr in der konservierenden Landwirtschaft. Das ist einmal die Fläche von Deutschland. So. Das ist, ja, es ist erheblich. Es ist aber noch wesentlich zu wenig, um wirklich unsere globalen Probleme rechtzeitig zu lösen. Klimawandel, Bodendegradation, Wasserressourcen, Biodiversität. Es muss wesentlich schneller gehen. Und deshalb können wir uns auf die Landwirtsbewegung Farmer to Farmer alleine nicht verlassen. Wir brauchen politische Unterstützung. Und da ist natürlich auch wichtig, die Wissenschaft an Bord zu kriegen. Solange wir halbgare Aussagen von der Wissenschaft kriegen, die nicht wirklich zielgerichtet sind, die nicht sachdienlich sind und die dann von Skandalpressen wie Agrar heute und so aufgebauscht werden mit Titelseiten, fluglos bringt nichts, können wir nicht erwarten, dass unsere Politiker diese Message aufnehmen und in Politik umwandeln. Ich habe auch mal von einem Landwirt in Deutschland die Aussage gehört, dass sie das, ich werde den Namen jetzt von dem Politiker nicht nennen, einen grünen Politiker, dem sie das genau erklärt haben. Und der hat auch am Ende gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber das möchten wir nicht. Oder das passt nicht in unsere Philosophie rein. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Problem. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Philosophie, die vermutlich durch Fehlinformationen entstanden ist. Wie gesagt, es gibt auch in der Wissenschaft viele Falschmeldungen und generell geistern Mythen durch die Welt, die dann auch von den Politikern gerne aufgenommen werden, wie zum Beispiel, dass ohne Bodenbearbeitung wir mehr Chemie brauchen, dass es ja doch nichts bringt, dass die Humusanreicherung nicht nachweisbar ist.
alle diese Nachrichten, die wirklich die Politiker fehlleiten und die dann zu solchen grünen Politiken kommen. Und dann kommt dazu, dass gerade die Ökolobby, also die Bio-Landwirtschaft, ja inzwischen ein doch florierendes Geschäft ist, wo auch viele Unternehmen, auch größere, gutes Geld mitmachen und durchaus ein Interesse haben, dass dieser Geschäftszweig gefördert wird. Und der Verbraucher findet das natürlich auch gut, wenn er Bio kriegt und zu wenig Geld. Und oft ist ja noch nicht mal mehr Bio drin, wo jetzt Bio draufsteht, und Öko schon gar nicht. Aber für den Politiker ist das natürlich ein leichterer Weg, als jetzt sich zu erklären und zu sagen, nee, wir haben uns das Ganze noch mal genau angeguckt und die Lage sieht doch anders aus und wir würden jetzt gerne die konservierende Landwirtschaft fördern. Ich sag mal so, dieses Farmer-to-Farmer-Network, das haben wir ja schon so ein bisschen über die letzten Jahre hingekriegt. Ja. Also sag mal auch wirklich aus der Landwirtshand raus, dass wir entweder über YouTube, über verschiedene Kanäle, da sind ja mittlerweile immer mehr Landwirte, die da von ihren Erfahrungen berichten. Auch manche Kanäle dabei wirklich mit, ich glaube, 70, 100.000 Followern sogar, die jetzt auch schon die ersten Gehversuche mit der Direktsaat machen, die können dann eben auch richtig was erreichen damit. WhatsApp-Gruppen, eine riesen Telegram-Gruppe, wo wir schon Austausch kriegen, teilweise Listen, welche Landwirte in welchen Landkreisen schon Interesse haben, damit die sich auch mal gegenseitig finden können. Ja. Es sind auch ganz viele Landwirte da, die sagen, ich habe da Bock drauf, aber mein Betrieb ist zu klein, alleine kann ich mir so eine Drille nicht kaufen. Mhm. Aber wenn die sich mal zu zweit oder zu dritt da zusammenfinden, ist so eine Umstellung natürlich viel, viel einfacher. Aber wie Sie natürlich gesagt haben, wir brauchen einen Rückenwind von der Politik, weil ich hatte das so oft gehabt, dann war ich vielleicht mal in Triesdorf auf einem Vortrag, da ging es um ein ganz anderes Thema, aber da kamen die jungen Studenten, die kamen zu mir und die sagten, Mensch, das gefällt mir total gut, wir flügen zwar zu Hause noch, aber wenn ich den Betrieb mal irgendwann übernehme, ich will in die Richtung gehen. Ja, aber auf der anderen Seite kommen natürlich auch total viele Landwirte zu mir und sagen, ja, die Glyphosat-Thematik. Ja, aber wie gesagt, ich habe einen Freund, der ist Biobauer und der hat sich schon vor Jahren eine Moormaschine gekauft, die suboptimal ist, aber der geht auch schrittweise jetzt in die Nullbodenbearbeitung, hat sich eine Messerweise gekauft, versucht das Unkraut mit Landsberger Gemenge zu kontrollieren. Ich denke auch, es gibt Regionen, da kann man das hinkriegen, auch innerhalb Deutschlands. Ja. Es gibt aber eine Menge Regionen, da ist das echt noch schwierig. Das ja, aber wie gesagt, das Glyphosat ist eine politische Entscheidung, aber Farmer zu Farmer, Bauern unterstützen sich, funktioniert gut, gerade in Zeiten von sozialen Netzwerken, vielleicht noch besser als früher, wo wir das nicht hatten. Ja, ein wesentliches Problem, was ich sehe in Deutschland, wenn Bauern oder Bäuerinnen die konservierende Landwirtschaft oder, wie hier oft gesagt wird, die Direktsaat machen wollen, ist tatsächlich die Verfügbarkeit von geeigneter Saattechnik. Es gibt sehr wenige Geräte, die auf dem deutschen Markt leicht verfügbar sind. Die meisten müssen importiert werden. Was deutsche Anbieter derzeit anbieten, ist nicht wirklich top of the line, was die Bodenbewegung angeht und die Fähigkeit, Ernterückstände sauber zu durchschneiden. Von daher ist also es nicht sehr leicht, hier damit anzufangen. Dazu kommt, dass es zu wenig Geräte derzeit auf dem Markt gibt, auch bei Lohnunternehmern, sodass ein Landwirt oder eine Landwirtin, die anfangen wollen und sich erstmal noch keine Maschine kaufen wollen, Probleme haben, an Leihmaschinen ranzukommen, um das System auszuprobieren. Das war auch ein Problem von meinem Freund hier, der zunächst mit Leihgeräten gearbeitet hat, die suboptimal waren und das dann auch natürlich schlechte Erfahrungen gibt. Und wenn man da nicht dickköpfig genug ist und sagt, ja, das liegt an der Sämaschine und nicht am System, dann verliert man den Spaß und geht wieder zurück zum Flug. Würde ich auch so zustimmen. Also direkt in Deutschland verfügbare Technik ist übersichtlich. In Europa würde ich sagen, es geht schon. Also wir haben immerhin mittlerweile Technik, die wir in Deutschland bewegen dürfen. Auf unserem 3 Meter Straßensystem. Ja, ja. Das, wenn ich jetzt mal vielleicht mal so 5 Jahre zurückschaue, da hatten wir vielleicht nur halb so viele Maschinen, wie wir jetzt immerhin schon haben. Die Technikverfügbarkeit, Lohnunternehmer, der hat natürlich auch nicht so das Interesse. Ne? Nee, nee. Der will ja auch lieber
Stunden machen. Ja. Und vielleicht ändert sich es, wenn die Leute mal knapper werden, dass er dann auch nicht mehr hinterherkommt. Nochmal kurz vielleicht den Hinweis, ich hatte ja mal so ein Video gemacht, biete, suche, finde, müsstet ihr sonst einfach nochmal suchen. Darunter hat man eine Verlinkung, da haben wir damals mal so eine Liste angelegt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass die Landwirte sich regional mal finden. Das gleiche haben wir auch über eine Telegram-Gruppe gemacht, die hatte ich auch mal im anderen Video verlinkt. Und an die Telegram-Gruppe angeschlossen ist nochmal ein Forum mit einer Karte, wo die Landwirte sich auch eintragen können, damit die sich einfach auch mal regional zusammenfinden. Das ja. Ich meine, bundesweit gibt es ja die GKB, genau. Die zwar immer noch den tödlichen Namen der konservierenden Bodenbearbeitung führt, aber die konzeptionell durchaus das Thema konservierende Landwirtschaft umfasst und auch schon relativ viele Mitglieder hat. Genau. Die wäre also auch ein Ansprechpartner, sich zu vernetzen. Wir haben hier im Bereich Nordschleswig-Holstein um die Flensburger Förde rum eine Gruppe, direkt halt an der Förde, die sehr aktiv ist und auch schon einige erfahrene Teilnehmer hat, wie Hartwig Kalsen, der schon seit über 10 Jahren dabei ist. Also es gibt durchaus einige Gruppen, aber es muss noch sichtbarer gemacht werden, die müssen besser zusammengebracht werden und sie müssen vor allem auch zu wirklichen Themen, die zielführend zu konservierenden Landwirtschaft sind und nicht diese Nebenschauplätze, Mulchsaat, ein bisschen Bodenbewegung und so. Sehe ich genauso. Ich bin ja damals auch über die GKB dazu gekommen, dass man überhaupt mal sich mit den Landwirten vernetzt, mit denen austauschen kann über die Feldtage. Das waren natürlich die letzten 2 Jahre, weil konnte man natürlich nicht viel machen. Das ist leider so. Aber es hat definitiv einfach geholfen, wirklich dieser Austausch Landwirts zum Landwirt. Ja. Wir sagten ja vorhin noch, dass natürlich uns fehlt irgendwo der Rückhalt aus der Forschung und aus der Politik. Da fällt mir jetzt gerade direkt noch ein, dass viele Forschungen, sagen wir, dann werden Parzellenversuche gemacht und das passt nicht alles so ganz, um die Systeme zu vergleichen. Können Sie da nochmal was zu sagen? Ja, ich bin ja selber auch viel damit befasst, auch jetzt als Ruheständler bin ich ständig noch am Paper reviewen und habe auch ein Auge auf die Forschung und habe auch selber viele gute und schlechte Beispiele gesehen. Und meine Erfahrung ist, dass die konservierende Landwirtschaft so einen Umbruch im System bedeutet, dass ich sie mit konventionellen Vergleichsversuchen eigentlich nicht erschlagen kann. Die meisten Versuche, die sagen, wir vergleichen die Erträge, Weizen mit Bodenbearbeitung, Weizen ohne Bodenbearbeitung, sind nicht zielführend, weil sie nicht das ganze System begreifen. Auch Parzellenversuche sind da nicht wirklich zielführend, weil wir brauchen wirklich langfristige Erfahrungen im System. Die 3 Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft sind synergetisch. Das heißt, ich kann sie nicht einzeln untersuchen, um herauszufinden, was bringt jetzt mehr, sondern die 3 zusammen bringen mehr als die Summe der Einzelprinzipien. Und das ist für einen konventionellen Wissenschaftler schwer zu ertragen. Das sind multifaktorielle Versuche. Dazu kommt, dass die Saatzeiten unterschiedlich sein müssen, die Saatstärken unterschiedlich sein müssen. Ich kann nicht gleich mit gleich vergleichen. Und im Grunde genommen macht das Einzige, was Sinn macht, ist langfristige Betriebsvergleiche von Betrieben, die komplett mehr als 5 Jahre in dem System schon gefestigt sind. In diesen Vergleichen sowohl die Erträge als auch die ökonomischen Gewinne zu vergleichen mit vergleichbaren konventionellen Betrieben. Aber wie gesagt, das sind keine Vergleiche 1:1 der Schlag unter den gleichen Bedingungen wie der Nachbarschlag. Und das ist ein Fehler, der in vielen Versuchen gemacht wird und der dann zu diesen verwirrenden Aussagen kommt, weil mal ist es besser, mal ist es schlechter, das hängt ganz vom Wetter ab, das hängt von den Konditionen ab und wir können so wirklich keine guten Aussagen machen und am Anfang der Entwicklung, selbst die FAO hat zum Beispiel mal eine Veröffentlichung rausgebracht, wie das Ganze ökonomisch dasteht
unterm Strich kam dann raus, ja, die konservierende Landwirtschaft bringt dem Bauern eigentlich nicht mehr Gewinn als die konventionelle. Mhm. Wenn man dann aber die Studie gelesen hat, dann hieß es, wir hatten zu wenige Vergleichsbetriebe, die wirklich langfristig ein gutes System am Laufen hatten, sodass wir alle Betriebe, die irgendwie weniger Bodenbearbeitung gemacht haben, betrachtet haben. Und dann im Schnitt ist es natürlich nicht besser. Mhm. Also eigentlich eine völlige unsinnige Aussage, weil natürlich, solange ich noch ein bisschen Bodenbearbeitung mache, brauche ich noch den ganzen Maschinenpark und habe noch die hohen Kosten und habe nicht unbedingt die Vorteile, die ich habe, wenn ich gar nicht mehr den Boden bewege. Und das Gleiche ist mit der Frage, können wir den Kohlenstoff im Boden speichern? Ja, da gibt es auch Meta-Analysen und die einen sagen ja und die anderen sagen nein und die einen sagen, mit ein bisschen Bodenbearbeitung kann ich das noch machen und die anderen sagen, ich darf den Boden gar nicht mehr bearbeiten. Und alle haben recht, aber alle nur in bestimmten Kontext. Wenn ich in feuchtnassen Klimaten, Kanada, den Boden ein bisschen bearbeite, kann ich durchaus Humus aufbauen. Ich habe aber nicht die sonstigen positiven Wirkungen der Nullbodenbearbeitung im Bodenleben. Wenn ich das Gleiche aber in den Tropen mache, kann ich keinen Humus aufbauen, jedenfalls nicht mit der Biomasse, die ich am Ort erzeuge, solange ich den Boden bearbeite. Das ist schön, dass Sie meine ganzen Vermutungen hier gerade nochmal bestätigen. Ja, und es gibt Studien, Jukasa aus Brasilien, er hat genau analysiert, was baut mir organische Substanz im Boden auf und was baut sie mir ab? Und das hängt, wie gesagt, an der Bodenbewegung. Don Rajkowski hat ganz klar gezeigt, die Kohlenstoffemissionen aus dem Boden steigen linear mit dem bewegten Bodenvolumen. Das heißt, je mehr Bodenvolumen ich bewege, desto mehr Kohlenstoff kriege ich aus dem Boden raus, desto mehr Kohlenstoff baue ich ab. Ja, also je weniger ich bewege, desto mehr Potenzial habe ich, den Kohlenstoff im Boden zu halten. Und dann kommt es aber darauf an, was führe ich für einen Kohlenstoff dazu, was für eine Art Ernterückstände und was habe ich für eine Kultur. Und jedes Mal, wenn ich eine Soja auf dem Feld habe, nimmt der Humusgehalt ab. Das heißt, nach einer Soja muss ich eine Kultur haben, die viel Kohlenstoff bringt. Mais reicht da nicht. Ja, und das sind alles Sachen, die weiß man inzwischen. Das weiß die Forschung. Und wir haben selber dann mal in der FAO eine Studie gemacht, eine Meta-Analyse, wo wir diese ganzen Studien zur Kohlenstoffspeicherung im Boden mal untersucht haben. Und zwar nicht nur den Abstrakt und den Titel und die Conclusions gelesen haben, sondern wirklich mal geguckt haben, was wurde analysiert. Und wir konnten genau feststellen, wenn alle drei Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft eingehalten wurden, hatten wir auf jeden Fall eine positive Wirkung auf Kohlenstoffspeicherung im Boden. Das ist, wenn das nicht der Fall war, aber immer noch Nullbodenbearbeitung oder so, dann konnte es durchaus sein, dass der Kohlenstoff nicht angereichert wurde, sondern weniger wurde. Mhm. Ja, und das ist was auch in der deutschen Forschung noch nicht wirklich verstanden wird, dass es wirklich auf die Details des Protokolls ankommt. Und das sehen wir auch in den Ländern, wo wir Kohlenstoffprotokolle haben, Alberta, Kanada zum Beispiel, wo die Bauern bezahlt werden für Kohlenstoffspeicherung, da müssen die ganz exakt das Protokoll einhalten, was im Grunde die konservierende Landwirtschaft vorschreibt. Das heißt, die müssen exakt die Bodenbewegung minimal halten, die müssen genügend organische Substanz zuführen und die müssen vernünftige Fruchtfolgen haben. Und das ist, aber wie gesagt, das ist alles Stand der Dinge, das weiß man. Ja, und da kann die Wissenschaft viel, viel verkehrt machen. Eine Studie zum Beispiel habe ich gesehen, pH-Wert im Boden. Ja, abhängig von der Bodenbearbeitung kann man eigentlich nicht sagen, dass sich der pH-Wert verändert. In 50% der Fälle stieg er an, in 50% sank er ab. Das ist so mal eine Aussage, ja, also bringt nichts. Aber wenn man das mal im Detail geguckt hat, dann war die 50%, wo er abfiel, Böden mit sehr hohem pH-Wert
Und die 50%, wo er anstieg, wurden mit sehr niedrigem pH-Wert. Und das ist ja mal eine Ansage. Da könnte Bekannter von mir, Matt Slaughter, der machte dieses Earthford, ja, was ja damals die Elaine Ingham mit angefangen hat. Und er sagt, wenn das Pilz-Bakterien-Verhältnis passt, das ist jetzt mal nur eine reine Vermutung, dass sich der pH-Wert auch relativ neutral ansiedelt. Das könnte, denke ich, mal mit einem Effekt haben. Richtig. Ja. Und wir haben es also gesehen, zum Beispiel im Bereich des Aralsees, wo wir ja sehr salzhaltige Böden haben, da sehen die Böden ja aus wie geschneit. Ja. Und wo wir wirklich durch strikte Nichtbearbeitung und Bodenbedeckung mit organischer Substanz und da, wo die nichts hatten, haben die zum Teil Sägemehl auf die Felder geschmissen, also Sägewerksabfälle, dass wir da in der Keimzone den pH-Wert runterbringen konnten, sodass wir zumindest einen vernünftigen Feldaufgang kriegten. Ich war im Juni war ich noch in Mexiko beim CIMMYT und da hatten die auch so Direktsaatversuche. Und in der Region, wo das war, da wurde immer diese Flutungsbewässerung. Also jeden Meter 50 zwischen zwei Maisreihen, einmal im Jahr mit dem Zinken durch und dann zwei Kulturen im Jahr. Also das heißt, nach dem Mais war es quasi eine Direktsaat und zum Mais war es 50% eine Direktsaat. Und durch diese Bewässerung haben wir natürlich Natriumwerte, die langsam so ein bisschen grenzwertig wurden, würde ich jetzt mal sagen. Und die konnten aber schon sehen, dass sie durch diese Direktsaat, was ja immer noch keine hundertprozentige Direktsaat war, dass die Werte sogar wieder runtergehen. Dass das schon gereicht hat. Dass sie dann weniger an Wasser brauchen, dass das mit dem normalen Niederschlag das... Ich meine, das Verfahren im konventionellen System da in Usbekistan war, dass die Böden mit Unmengen an Wasser gewaschen wurden. Ja, das Salz wurde reingewaschen. Ja, und dann trockneten die Böden wieder aus und das Salz kam sofort wieder hoch. Weil wie kommt es zur Versalzung, gerade in Bewässerungsgebieten, in dem Wasser verdunstet? Ja. Und wann verdunstet Wasser an der Bodenoberfläche? Wenn der Boden nackt ist. Genau. So wie ich den Boden bedeckt halte und wenn ich dann noch idealerweise ständig Pflanzen wachsen habe, die das Wasser schon unten abgreifen und gar nicht erst bis nach oben hochkommen lassen, dann habe ich auch kein Versalzungsproblem. Das macht Sinn, ja. Kurz noch eben zurück zu diesen Versuchen. Das ist natürlich klar, die Forschung, die sagt ja immer, nur diesen einen Faktor verändern und alles andere nicht, um es vergleichbar zu machen. Und das funktioniert einfach bei den Systemen nicht. Der Frank Lasseter, der hatte doch mal so eine richtig lange Liste, ich glaube, das waren über 20 Punkte, was da alles falsch läuft. Saattermine, Düngetermine. Ja. Ich habe es bei Versuchen in Deutschland gesehen, da wurde... nach der GPS-Ernte bis zur Saat im Herbst wurde der Acker mit dem Roundup dann tot gehalten, um die Bodenbearbeitung zu simulieren, das gleichzustellen. Ja, die Parzellen, man hebt aus, fährt trotzdem über die Direktsaat drüber, verdichtet sie mit, was wir in der Realität ja nicht hätten. Das sind ja so viele Sachen. Also wie gesagt, es ist mit den normalen wissenschaftlichen Methoden nicht zu erschlagen. Und das erklärt für mich, dass die Bauern, die das machen, aus meiner Erfahrung eigentlich immer zufriedener wurden, während die Wissenschaftler, die es untersucht haben, immer behauptet haben, das funktioniert gar nicht, das kann gar nicht gehen, weil es bei ihnen nicht geklappt hat. Da fällt mir jetzt gerade noch mal was ein, was wir vorhin mal so im Gespräch hatten. Sie sagten doch auch, was die Direktsaat oder die Conservation Agriculture Landwirte, die werden mit der Zeit generell immer zufriedener. Ja. Eine andere Gruppe wird mit der Zeit häufig immer unzufriedener. Ja, insbesondere Biobauern. Ja. Mhm. Ich habe in meinem Freundeskreis viele Biobauern und die sind eigentlich immer ziemlich am Klagen. Und wenn es nicht gerade reine Viehbetriebe sind, sondern Ackerbaubetriebe, kann man es auch verstehen. Bio-Ackerbau ist schwierig. Und also ist vielleicht auch sowas, das geht eine bestimmte Zeit gut. Das richtig. Passt das. Und die Probleme werden eigentlich immer größer. Mhm. Ja, und in Australien habe ich Biobauern getroffen, das waren rotierende Biobauern. Die haben ihre Biobetriebe dann so nach 5 bis 10 Jahren verkauft und sich einen anderen Betrieb genommen. Das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, die Bauern, die ich kenne, die das Direktsaatsystem, das konservierende Landwirtschaftssystem wirklich zum Funktionieren gebracht haben, die werden eigentlich immer zufriedener. Die schlafen ruhiger, die haben ausgeglichene Einkommensstruktur, die sind nicht so abhängig von Wetterextremen.
Ich glaube, in Australien, die können ja auch einfach umstellen und im nächsten Jahr schon als Bio verkaufen. Die haben ja nicht diese lange Frist, wie wir haben. Und ich glaube, in Kanada geht das ja auch so. Ne? Das ja. Ja, und wie gesagt, das war eine absurde Geschichte. Der Typ, der meinte, also nee, er verkauft seinen Betrieb ja, weil der besser ist als die anderen. Weil wenn die Biolandwirtschaft da was aus dem Boden rausnehmen würde, dann wäre der Boden ja weg. Und das sieht man ja, wenn da ein Baum wächst, da ist ja danach auch nicht ein Riesenloch im Boden. Also war wirklich absurd. Aber ich meine, das ist vielleicht ganz gut, denn dann können wir ja so den Landwirten auch noch mal ein bisschen Hilfestellung geben, dass sie da auch noch mal langfristig drüber nachdenken. Weil das ist ja im Endeffekt, jeder Landwirt, der sucht ja für sich irgendwo nach einer Lösung. Ja. Der will ja irgendwie weiterkommen. Eben, also es gibt kaum Landwirt, wenn wir vom bäuerlichen Landwirt oder Landwirtin ausgehen, kaum welche, die willentlich und wissentlich die Umwelt schädigen würden. Genau. Ich würde da vielleicht mal die ganzen Großbetriebe rausnehmen, die Landwirtschaft nur noch als Investitionsprojekt für kurze Zeit sehen, Ländereien kaufen oder pachten. Und dann wirklich im großen Stil Monokulturen anbauen, solange es geht. Und dann. Das haben wir sehr viel bei uns in der Region. Richtig, das ist also durchaus ausgemergelt und ja. Das ist nicht. Also die würde ich ausschließen. Deshalb habe ich auch immer Wert gelegt auf bäuerliche Landwirtschaft. Das ist ja auch in der FAO immer das Thema gewesen, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft fördern. Und ich habe da mal Wert drauf gelegt, dass es sich dabei nicht unbedingt nur um Kleinbauern handeln muss. Mhm. Ich kenne genügend Bauern, die groß sind, wie gesagt, mehrere tausend Hektar, aber eben Familienbetriebe, die wirklich im bäuerlichen Sinne das Land bewirtschaften und nicht im Investor. Sehr wichtig ist aber auch, dass dem Landwirt das Land auch gehört. Richtig, richtig. Weil dann kann er viel besser langfristig planen, weil wenn ich also als Pächter das Land immer besser mache, dann wird mein Nachbar wieder viel interessierter daran, mal eben die Pacht zu überbieten und dann einfach mal wieder die 5 oder 10 Jahre Das hatten wir in Kenia mit Pachtflächen, wo dann nach ein paar Jahren konservierende Landwirtschaft der Eigentümer das Land zurückgenommen hat. Und dann erstmal mit dem Flug reingegangen ist und die ganze Fruchtbarkeit wieder. Das macht natürlich gerade in Deutschland, in den neuen Bundesländern oder generell in den ganzen ex-kommunistischen Ländern diese Flächenstruktur mit Tauschen und hin und her, wo man im Schnitt unter jedem Hektar fast einen anderen Eigentümer drunter hat. Das ist so ein Chaos, da kriegt man ja auch keine Gemeinsamkeit mit dem Eigentümer oder keine Verträge mit dem hin, dass man da was aufbaut. Aber. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, was können wir tun? Können wir da irgendwas was dran machen mit der Forschung, mit der Politik? Oder haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir hier vielleicht nochmal irgendwie einen Appell senden oder dass man die Leute oder vielleicht auch, wir hatten das jetzt in England mit einem, der hat ein NGO für die Landwirtschaft gegründet. Der ist in Rente und der sagt einfach, nee, das liegt mir am Herzen, da will ich was machen. Ja, irgendwas muss passieren. Aber wie gesagt, der Impuls muss in die Politik gehen. Was natürlich in Deutschland auch zusätzlich schwieriger ist, weil wir da, was die Landwirtschaftspolitik angeht, ja auch im EU-Rahmen sind, sodass auch inzwischen viele der EU-Gesetze eigentlich völlig unsinnig sind. Und ich denke da zum Beispiel an diese ganzen Subventionsgeschichten. Es ist immer noch ein Unding, dass wir nur 25% der Subventionen für Umweltleistungen geben und der Rest immer noch auf die Fläche geht, egal was ich mit der Umwelt mache. Sowas kann eigentlich nicht sein. Wie die Umweltleistung gemessen werden, ist ja dann viel mehr das Problem. Eben, wie ich die dann definiere, ist auch wieder ein Thema. Und die Subventionen kommen ja nicht beim Landwirt an, sondern sie erhöhen ja nur den Pachtpreis. Genau. Und somit mit derzeit dank Niedrigzins mit Faktor 100 den Kaufpreis. Ja, sie bieten also keinen Anreiz, wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Und dann gibt es eben völlig unsinnige Gesetzgebungen, einerseits zum Dauergrünland, dass ich auf Grünland keine Ackerkulturen haben kann, selbst wenn ich nicht flüge. Ja. Und damit Grünland praktisch nicht in langfristige Fruchtfolgen integriert werden kann, in Mischbetrieben. Ja. Dass ich Ackerland alle 5 Jahre umbrechen muss, so ein Schwachsinn. Das wurde gerade geändert.
In? Wurde gerade geändert, das Gesetz, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in ganz Deutschland gilt. Aber ja, also es scheint über in einigen Bereichen noch ja. Probleme zu bereiten. Ja. Und solche Sachen müssen auf jeden Fall angegangen werden. Und ich denke schon, wir müssen irgendwie einen Appell hinkriegen, dass wir die Politiker an Bord kriegen. Und natürlich würden die Wissenschaftler da hilfreich sein, wenn sie klare Aussagen machen würden, wenn sie verstehen würden, dass die Bodenbearbeitung wirklich das Hauptproblem, das Hauptumweltproblem in unserer Landbewirtschaftung ist und dass es keinen Sinn macht, Verfahren ohne Bodenbearbeitung schlecht zu reden, sondern wenn ich Versuchsergebnisse kriege, die negativ sind, dann muss ich Lösungen dafür finden, aber nicht Lösungen im Bereich Bodenbearbeitung. Und damit ich klare Ansagen kriege, damit auch die Politiker und auch die Grünen, die ja aus guten Gründen ihre Politiken verfolgen, aber eben zum Teil auch fehlgeleitet sind durch solche Nachrichten, dass die dann wirklich auch auf Linie kommen. Also the road to hell is paved with good intentions. Jo, genau so. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Genau. Also heißt eigentlich müssten wir versuchen, über die Wissenschaft an die Politik ranzugehen. Ja. Oder kann das helfen, wenn wir jetzt als Landwirte sagen, komm, wir schreiben die wir dieses System machen, wir schreiben unsere MDBs an, laden die zu uns ein? Die meisten antworten natürlich nicht, aber... Eben, also es hat... die Schiene direkt zu den Politikern hat in meinem Falle nur da funktioniert, wo ich wirklich direkten Zugang hatte. Als Botschafter der FAO zum Beispiel, wo ich direkt mit Ministern, mit Präsidenten reden konnte und die dann auch überzeugen konnte. Das geht in Deutschland nicht und man kommt an die Politiker nicht wirklich ran und die hören dann auch nicht zu. Also einmal hatte ich ein Gespräch mit der Renate Künast, wie die Ministerin war und in Rom war und ich war ihr sozusagen als Verbindungsmensch zugeteilt und da habe ich ihr dann auch das versucht klarzumachen. Sie war völlig desinteressiert. Also diese Art an Politiker ranzukommen funktioniert hier nicht. Man muss das Ganze schon irgendwie größer aufhängen. Und ja, Massenbewegungen, Bauern könnten helfen, aber da ist ja auch, die Bauern, die das verfolgen würden, sind ja nicht die, die offiziell für die Bauern sprechen. Der Bauernverband ist ja eher ein Gegner. Mit dem Bauernverband habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen diesbezüglich. Ja, der Präsident wird ja, glaube ich, so viel ich weiß, von den Landwirten ja auch nicht bezahlt in Deutschland. Das wurde auch irgendwann Anfang der 90er, wurde da mal ein Gesetz geändert. Ich habe dann auch mal gefragt, wessen Interessenvertretung ist der Bauernverband eigentlich? Ja, ist es für die Bauern oder für Nahrungsmitteleinzelhandel? Eben. Wobei ich sage, regional machen sie schon gute Arbeit. Das ist nicht, dass man jetzt hier alles... Aber da haben wir echt ein Lobbyproblem in Deutschland. Und also ich habe da so per se keine Lösung. Ich war auch zu lange aus Deutschland weg, dass ich da wirklich den Geheimschlüssel hätte, wie man rankommt. Ich habe selber versucht, an Medien zu kommen, an die großen Zeitschriften, Zeitung, Zeit, Spiegel, Stern. Die antworten noch nicht mal, weil wer bin ich? Ich bin Rentner, der eine verrückte Idee hat. Ja, aber höchstens über die Wissenschaft, über die Medien kann man an die Politik kommen. Die Politik ist ja sehr häufig mediengesteuert am Ende. Genau. Sie wollen ja wiedergewählt werden und somit beeinflussen die Medien, die Volksmeinung und... dadurch wird ein gewisser Druck aufgebaut, egal in welchem Bereich. Das ist mir vorhin immer noch zwischendurch noch mal so eingefallen. Bei der regenerativen Landwirtschaft gibt es ja auch diese Five Principles of Soil Health. Wenn da einfach der erste Punkt heißen würde, was wir unter dem No-Tillage, unter der Direktsaat verstehen, dann wäre das ja eigentlich alles schon geklärt. Richtig. Wie gesagt, deshalb sagte ich auch, dass durchaus einige ernstzunehmende Definitionen der regenerativen Landwirtschaft die drei Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft aufführen. Aber eben nicht alle. Die anderen beiden dann passt das alles. Ne? Ich wurde auch vor einigen Jahren, gerade unter den YouTube-Videos, immer wieder gefragt, was ist mit den Kartoffeln? Und dann stehe ich da, ich sage, was weiß ich von Kartoffeln? Ich esse gerne, aber habe ich mit Anbau gar nichts mit zu tun.
Jetzt haben Sie mir ein paar Beispiele genannt. Ob die jetzt unbedingt was für Deutschland sind, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es gibt vielleicht Ideen für die Landwirte. Ja, ich war ja selber früher Kartoffelbauer und das war auch ein Thema, was mich bewegt hat. Wie sieht das mit Wurzel- und Knollenfrüchten aus? Nun, die meisten Wurzelfrüchte kann ich aus dem Boden rausziehen. Selbst die Zuckerrübe kann ich im Grunde genommen rausziehen und habe dann nicht so viel Bodenbewegung. Das Hauptproblem ist die Verdichtung und die Fahrspuren, die ich reinfahre. Aber bei der Kartoffel, Zeit, wo der Boden relativ kalt ist, dann richtig, was den Humus angeht, schon mal nicht ganz so viel Schaden. Ja, nein, es baut Humus ab, weil es natürlich Boden bewegt im Rausreißen. Aber das ist eine Bodenbewegung, die nicht so aggressiv ist wie eine Bodenbearbeitung. Ja. Sodass der Schaden limitiert werden kann. Aber deshalb sollten solche Früchte auch wieder mit humusbildenden Früchten in Fruchtfolge stehen und nicht Rübe nach Rübe. Ja. Und bei der Kartoffel ist das Problem aber ein bisschen diffiziler, weil die Kartoffel kann ich nicht rausrupfen aus dem Boden. Die steckt da drin und ich muss sie rausgraben. Ja? Selbst bei der Erdnuss, die kann ich rausziehen, wenn es noch Auszieh-Ernter gäbe. Inzwischen gibt es nur noch einen Hersteller weltweit, der Erdnussernter baut, die auf dem Rupfprinzip beruhen, die also nur den Boden etwas mit einem Schar anlüpfen, dass er lockerer wird und die dann aber die Pflanze, die Erdnuss, rausziehen, während die meisten Erdnussernter inzwischen mit Siebkettenrodern arbeiten wie ein Kartoffelernter. Aber wie gesagt, bei der Kartoffel geht das mit dem Rausziehen nicht. Andererseits muss die Kartoffel auch gar nicht im Boden wachsen. Und schön, ursprünglich kommt die Kartoffel aus dem Anden und da war die Bodenbearbeitung zu der Zeit ja unbekannt. Die Bodenbearbeitung in Südamerika ist ja erst mit den Spaniern mit dem Pflug gekommen. Vorher wurde nur ein Grabstock eingesetzt und die Kartoffel wurde in Grasflächen eingesetzt, indem mit dem Grabstock eine Grassode hochgehoben wurde und dann die Kartoffel darunter gesteckt wurde. Und dann halt bei der Ernte die Kartoffel wieder rausgeholt wurde, aber es war eben nicht die Bodenmatrix, sondern es war sozusagen die Grassoden, die da drauf waren. Und deshalb hat mich das Thema also schon immer beschäftigt, was können wir mit der Kartoffel machen, ohne sie im Boden zu haben. Und das geht eigentlich. Die Kartoffel ist ja ein Sprossteil, ist ja kein Wurzelteil. Die Kartoffel wächst nicht in den Boden rein, sondern sie wird ja nur im Boden angebaut, damit sie nicht grün wird. Und das kann man aber auch mit anderen Mitteln erzeugen, zum Beispiel mit Strohmulch. In einigen Ländern habe ich sogar gesehen, dass sie die unter schwarzem Plastik anbauen. Ist nicht so schön, aber geht auch. Und wie ich also noch in diesem Thema war, hatte ich meine Projekte da in Nordkorea. Und eines Tages riefen sie mich dann und sagten, eine Kooperative macht Kartoffeln ohne Bodenbearbeitung. Sag ich, Donnerwetter, wie kommt das denn? Da war das ein Kooperativenleiter, der hatte an den Fortbildungsveranstaltungen zur konservierenden Landwirtschaft teilgenommen. Und wir haben seinerzeit aber in Nordkorea nur in Mais, Soja und Weizen gearbeitet. Wir hatten noch nicht Reis auf dem Schirm. Und weil bei Reis war ich mir auch nicht so sicher, wie man Reis macht ohne Paddling und ohne Fluten. Und Kartoffel hatten wir sowieso nicht auf dem Schirm. Und der kam nun an, ja, er hatte das gehört, er hatte aber auf seinem Betrieb nur Reis und Kartoffel. Und da hat er gesagt, ja, warum soll das eigentlich nicht auch mit Kartoffel gehen? Und was er gemacht hat, war, er hat den Reis dann nicht in Becken angebaut, sondern auf Dämmen und zwischen den Dämmen dann Wasser Bewässerung gehabt, sodass das Wasser genau bis an die Oberkante des Dammes reicht. Das waren also Beete, so etwa einen Meter breit. Und das war also das Reissystem. Und nach der Reisernte hat er dann die Kartoffeln einfach unter das Reisstroh auf diese Beete gelegt. Und dann natürlich nicht mehr so viel Wasser in die Furchen gelassen. Und das funktionierte. Und die Kartoffelerträge
unter dem System waren höher als unter den konventionellen Kartoffeln, die sie in Bodenbearbeitung und gehäufelt angebaut hatten. In Nordkorea war die Kartoffel eine wichtige Kultur, weil sie eine relativ, wir sprechen also von Frühkartoffeln, kurze Wachstumszeit, 3 Monate. Und das passte noch in eine Fruchtfolge mit Reis zum Beispiel, sodass sie 2 Kulturen im Jahr haben konnten. Und das war eigentlich bei einer relativ kurzen Vegetationszeit sonst nicht möglich. Das wurde erst möglich mit der konservierenden Landwirtschaft, wo man also nicht Zeit verlor mit Bodenbearbeitung. Und deshalb war das also schon ein ziemlicher Durchbruch. Und dann haben andere Kooperativen das auch aufgegriffen. Die hatten dann keinen Reis. Die haben dann angefangen mit Sägewerksresten zu mulchen. Oder andere Kooperativen haben ihren Kompost, den sie normal als Dünger benutzt haben, immer nur für die Kartoffelfelder vorgehalten. Und dann wurde also immer nur Kompost auf die Kartoffeln gegeben. Und dann halt das so rotiert, sodass dann alle Flächen irgendwann mal Kompost abkriegten. Aber der Kompost war dann sozusagen der Mulch, um die Kartoffeln zu bedecken. Und das Gleiche haben wir dann auch noch in die GDZ in Versuchen in Libanon gemacht mit Weizenstroh. Also es geht im Grunde genommen. In Vietnam wird es ganz groß gemacht, auch wie in Fruchtfolge Kartoffel und Reis, weil Reis halt viel Stroh hat und das Stroh relativ lange hält und nicht verrottet. Also da ist es ziemlich populär schon. In Betrieben, die mit der Hand ernten, ist es eigentlich kein Problem. Die Kartoffel kommt dann sauber und eigentlich viel leichter zu ernten, als wenn ich sie aushacken muss. Das einzige Problem bei uns wäre, das Ganze großflächig zu mechanisieren, weil die derzeitigen Kartoffelernter eben nicht dafür gebaut sind, die Kartoffel von der Bodenoberfläche ohne große Bodenbewegung abzunehmen und dann vom Stroh zu trennen. Aber ich denke, das ist technisch lösbar. Also im Grunde kann man auch Kartoffeln ohne Bodenbearbeitung anbauen. Jetzt muss nur einer anfangen. Jo. Ich finde das ja bemerkenswert, wenn man mit jemandem spricht, der in so vielen Ländern war, so viele unterschiedliche Sachen gesehen hat, da kommen ja so viele Informationen bei rum, was sie ja alles erzählen. Und es hat ja alles Hand und Fuß, das merkt man ja. Und im Endeffekt kommen sie immer wieder zum gleichen Schluss, zu No-Till-Rich. Ja. Das, egal wo, es funktioniert. Gut, Rolf Derbschacht, außer bei Staunässe funktioniert es überall und selbst da mit. Eben, wobei auch bei Staunässe, es funktioniert eigentlich überall da, wo normale Landwirtschaft auch funktioniert. Ja, er sagte dann ja, gut, die machen dann eher so ein Mini-Strip-Till, würde ich es jetzt mal nennen, und dann geht's auch. Ja, Strip-Till, wir haben ja Strip-Till, wie gesagt, im Bereich 25% Bodenoberfläche haben wir es noch in der Definition mit drin. Genau. Für Nordkanada, wo wirklich eiskalt ist und wo ich für die Maissaat dann im Frühjahr vielleicht den Saatstreifen doch ein bisschen aufheizen will. Wenn die für Soja oder für Mais alle 50 bis 90 Zentimeter, je nachdem, was das ist, irgendwo so ein 8 Zentimeter tief oder so ein bisschen. Das ist ja das ist da nicht das Thema. Genau, das ist ja nicht das Problem. Zum Abschluss vielleicht, haben Sie noch irgendwie 1, 2, 3 Beispiele, wo Sie sagen, das hat richtig gut funktioniert, das hat Spaß gemacht? Oder? Ja, wie gesagt, Nordkorea hat Spaß gemacht, weil das war ein sehr harter Brocken, nicht leichtes Regime, mit ziemlich strikten Vorgaben, was sie von uns wollten. Im Grunde genommen wollten wir sie, dass wir mehr Nahrungsmittel produzieren. Und die haben relativ schnell nach 2 Jahren die konservierende Landwirtschaft als Politik übernommen. Verkauft haben sie das allerdings als glorreiche Erfindung ihrer glorreichen Akademie der Wissenschaften, die dieses neuartige System entwickelt hat. Was für mich eigentlich der Ritterschlag war, weil damit zeigte es, dass sie selber ihren Nacken dafür riskiert haben, dass das auch funktioniert. Weil sonst hätten sie das nicht als ihre Idee verkauft.
Ist ja wie wenn die Chinesen was kopieren. Das ist ja für richtig, die deutschen das Firmen ist dann ja Ritterschlag, Ritterschlag im gewissen Sinne. Genau, und die schöne Erfahrung für mich war dann, wie gesagt, Nordkorea hat ja immer einen ziemlich schlechten Ruf, aber die Menschen, muss ich wirklich sagen, waren absolut nett. Und zu dieser Geschichte haben die mir dann auch gesagt, ja, also wir konnten das unserem obersten Führer natürlich nur verkaufen, wenn das unsere Idee ist. Aber wir wissen natürlich, wem wir das Ganze zu verdanken haben. Und das fand ich also schon rührend. Ja, nicht? Ja. Und genauso positiv in Ländern wie China, wo das dann auch jahrelangen Kampf eigentlich dann bis zu den obersten Parteigremien durchkam und dann auch irgendwann im Dokument Nummer 1 der Partei aufgeführt wurde und dann auch dazu führte, dass ein guter Freund von mir, der also da jetzt einer der Pioniere ist, zum Direktor des Conservation Agriculture Instituts der Universität, China Agriculture University geworden ist. Und man sieht eben in dem Land auch, dass man durch diesen politischen Rückhalt sehr viel schnellere Wachstumsraten hat als in Ländern, selbst in Südamerika, wo das Ganze eben von Bauern zu Bauern gegangen ist. Anderes schönes Beispiel war Kasachstan, wo wir auch am Anfang argen Gegenwind hatten und immer gehört haben, geht nicht, kann man nicht machen. Und wo es dann nach relativ kurzer Zeit zur Politik wurde und letzten Endes dann auch die Landwirtschaft wirklich umgekrempelt hat. Die hatten ja ein zusätzliches Problem dann, dass sie ja vorher nur Weizen produziert haben und die ganzen Infrastrukturen, Silos und so waren nur für Weizen da und sie brauchten dann auf einmal Silos für andere Fruchtfolgefrüchte. Und das haben sie also gelöst und haben jetzt eine vielfältigere Landwirtschaft. Und das läuft also wirklich weiter und ist nicht nur eine Eintagsfliege gewesen. Ich habe es nach Jahren, also in Kasachstan habe ich Anfang der 2000er gearbeitet, so 2002 bis 2006 sowas. Und jetzt später in meinen letzten Positionierung als Repräsentant in Kuba habe ich dann den kasachischen Botschafter kennengelernt und der schwärmte also immer noch von dieser Landwirtschaftsreform in Kasachstan. Also das sind schon Sachen, wo man sagen kann, schön. Und selbst in Afrika haben wir viele Länder, die dahinter stehen, auch als Politik. Der nächste Weltkongress zum Beispiel wird in Südafrika ausgeführt und das Präsentationsvideo, was sie zum Wettbewerb eingeschickt haben, mit wirklich Regierungsmitgliedern, die da voll dahinter gestanden haben und das auch mit Sachverstand vertreten haben, das war schon eine schöne Erfahrung, sodass ich sagen kann, doch, also alles in allem, auch ich persönlich, ich kann meine Schleimspur in der Welt verfolgen und kann sehen, wo ich meinen Fußabdruck hinterlassen habe. Und das ist eigentlich eine positive Erfahrung, aber es müsste halt insgesamt noch schneller gehen. Ja, sehr gut. Aber es macht doch irgendwo dann doch Hoffnung. Also das sind ja dann doch schon vielleicht relativ harte Fälle gewesen. Das ja. Und wie gesagt, wie ich angefangen habe und auch noch wenig Erfahrung hatte, mein erstes Land war Mongolei, auch kein leichtes Land und wirklich mit null praktischer Erfahrung, nur mit den Storys von Rolf Derbsch und aus Brasilien. Da denkt man schon, bin ich wirklich auf dem richtigen Dampfer? Geht das? Funktioniert das? Erzähle ich den Quatsch? Oder aber dann, wie gesagt, mit den Jahren habe ich gesehen, das geht nicht, gibt's nicht. Ich war ja vor ein paar Jahren in Brüssel, ich glaube 2017 auf der FFA, da hatte der Kofi Annan gesprochen und ich glaube ein oder zwei danach hatte aus Brasilien, Leontino, Balbo Junior, das waren, glaube ich, so die ersten, die die Zuckerrohrernte hinbekommen haben, ohne dass es da alles abbrennen. Mhm. Und die hatten ja einen Humusaufbau wie verrückt. Und das, ja. Heute macht der Bio direkt Saat. Ja, ja. Immer Zuckerrohr in Brasilien ist auch noch so ein Thema. Da gibt es relativ wenig in konservierender Landwirtschaft. Weil mit dem Zuckerrohr so viel Geld da verdient wird, dass denen der Boden und die Wässer und die Umwelt egal sind. Ja, also
ganz im Süden von Mexiko habe ich auch mal sowas gesehen. Ja, das, aber Zuckerrohr geht auch bestens. Ja. Und Bodenverdichtung in den Systemen kriegt man halt mit permanenten Fahrgassen hin. Ja. Control Traffic. Das ist die Antwort für große Maschinen in Direktsaat. Das ist ja auch nochmal gut. Dann mache ich es ja doch richtig. Wobei ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt als die Essential sehen würde jetzt unbedingt. Aber es hat auf jeden Fall seinen Vorteil. Ja, wir haben auch wieder Landwirte in Deutschland, die denken irgendwie, weil ich es irgendwo mal gesagt habe, dass ich das mache, dass das nötig wäre für eine Direktzeit. Und das sehe ich absolut. Nein, es ist nicht hundertprozentig nötig, aber es ist durchaus hilfreich. Und es ist hilfreich, wenn ich wirklich in die Großmaschinen gehe. Wenn ich also Maschinen von 40 bis 60 Tonnen Vollgewicht habe, heutige Mähdrescher, genau. Rübenernter, dann macht es schon Sinn. Selbst Gülletankwagen. Und weil das sind Geräte, selbst wenn ich da Breitreifen und Niederdruckreifen habe, erzeuge ich einen Bodendruck, der zu hoch ist, um wirklich spurlos am Boden vorbeizugehen. Diese Druckzwiebel, die geht ja. Genau, die Druckzwiebel geht dann tiefer rein. Genau. Ja, ich habe zwar an der Bodenoberfläche wenig sichtbare Spuren, aber irgendwo stützt sich diese Masse ja ab. Ja. Und je breiter das ist, desto tiefer geht die rein und erreicht dann Bodenschichten, die nicht lebend verbaut sind und nicht so tragfähig sind. Und vor allem in Betrieben mit Bodenbearbeitung ist das also ganz schlimm, weil ich da eben da unten gar nichts mehr habe. Da habe ich keine Wurzeln, da habe ich keine Regenwürmer. Und das wird halt verdichtet. Und das kann ich eigentlich sicher mit den permanenten Fahrgassen vermeiden. Man sieht auch häufig, dass die Krankheiten eher in den Bereich der Fahrspuren starten, die Verdichtung ist. Ja, ja. Da und ich meine, fehlt der Sauerstoff und... Ich kann mich noch erinnern zu der Zeit, wo die Bundeswehr jedes Jahr Manöver gemacht hat. Und da wurden die Bauern ja für Manöverschäden entschädigt. Und das Problem bei den Panzern war ja nicht nur die Fahrspuren, das war ja oberflächlich, da war ja nicht viel. Aber man konnte noch Jahre danach die Verdichtungseffekte sehen. Das heißt, mit den Kettenfahrwerken hatten die halt relativ wenig Bodendruck oben, aber die Druckzwiebeln sind unten gewesen. Nicht? Und das Gleiche haben wir heute mit unseren heutigen Landmaschinen. Ich meine, wir haben Gerätemassen auf den Feldern, zum Teil mit nur zwei Achsen, die wir mit LKWs mit fünf Achsen nicht auf unseren Straßen laufen lassen können. Ja, und ich sag mal, bei der Raupe ist es auch teilweise, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Dreck habe mit zwei Raupen, nicht mit vieren, und ich habe ihn schlecht ballastiert, dann ist ja all das Gewicht, was ich zum Beispiel hinten überhängen habe, plus nochmal das, was ich von vorne rausnehme, ist nur hinten auf der Stahlrolle. Richtig, ja. Und die drückt richtig runter. Ja. Ne? Das ja, und deshalb, also permanente Fahrgassen, schmale Bereifung oder Gummireifen, möglichst viele Achsen, dass die Fahrgassen wirklich verdichtet sind und den Rest des Ackers nie mehr kleine befahren. Felgen, hohe Flanke, Reifen lang machen. Ja. Das ist eine Lösung, aber auch das erfordert Zusammenarbeit der Landmaschinenindustrie und ist nicht leicht. Ich habe das in Australien gesehen, da haben viele Bauern ihre Maschinen selber verändert, zum Teil bei nagelneuen John Deere-Treckern die Achsen verbreitert und und dann vom Werk kamen dann die Vertreter und guckten, was habt ihr denn da gemacht? Ist ja meistens so, dass die Innovation erst von den Tüftlern kommt, die da irgendwas machen und irgendwann, wenn es genug machen, dann wird die Industrie... Wenn dann der Markt reif ist, und merkt, oh nein, wir müssen da jetzt was machen, und auch wegen Garantie und dies und das und jenes. Ne? Haben Sie noch irgendwas, was Sie noch loswerden möchten zum Abschluss? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgegrast, aber wie gesagt, mir ist es wichtig, dass diese Art der Landwirtschaft nicht als irgendeine neue Technik, die so ein Nischendasein verdient hat, abgetan wird, sondern dass wir wirklich verstehen, dass wir von einem Paradigmenwechsel reden und dass wir mit dieser Art der Landwirtschaft erstmals überhaupt in der Menschheitsgeschichte die Chance haben,
unser Land nachhaltig zu bewirtschaften. Das heißt, ohne dass wir absehen können, dass in 100, 200 oder 1000 Jahren Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und es wird ja auch schon seit 60 Jahren, knapp 60 Jahren Richtig. Praktiziert. Seit den Das heißt, wir haben durchaus Erfahrungen, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind. Möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Das, also für mich ist das super, weil Sie einfach auch mal, Sie haben es überall auf der Welt gesehen, auch die Forschung, die kennen das alles dazu. Sie konnten so viel bestätigen, was ich dann einfach als Landwirt immer nur sage und vermute und für mich irgendwie logisch ist, dass es auch einfach nochmal belegt ist und so im Endeffekt am Ende doch knapp und kurz, auch wenn sehr viel jetzt am Ende war, auf den Punkt gebracht haben. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, ich hoffe auch mal, die Zuschauer konnten viel mitnehmen. Vielleicht haben wir auch nochmal Glück, dass wir irgendjemand in der Forschung, in der Politik oder wo auch immer erreichen, der vielleicht nochmal doch irgendwo mal das passende Rädchen in Bewegung bringt. Und ja. Und es ist ja, wie gesagt, keine persönliche Marotte von mir, sondern das ist inzwischen Stand der Wissenschaft. Es gibt genügend wissenschaftliche Publikationen und es gibt auch Bücher. Derzeit wird gerade ein dreibändiges Werk Advances in Conservation Agriculture rausgegeben. Die ersten zwei Bände sind schon raus. Der dritte Band kommt jetzt im Dezember in Druck. Und das ist wirklich allen zu empfehlen, die sich für das Thema interessieren. Leider haben wir es nur in Englisch. Aber da steht wirklich alles drin, die Geschichte, die Historie, die Wissenschaft, alle Themen, die wir heute abgegrast haben, inklusive jetzt im dritten Band die globale, regionale Auswertung der Erfahrungen in den verschiedenen Ländern. Und ich sage immer gerne, eine zweite Sprache ist wie ein zweites Leben. Und Sie haben dann fast so viele Leben wie eine Katze, wie eine Katzen hier und wie Rolf Derbsch ja auch. Ja. Das kann ich jedem nur raten, das ist immer bereichernd. Ja. Und ja, verbleiben wir damit. Vielen Dank nochmal. Da nicht für.